und Schmerz. Wir wollen Hansa und sonst keinen. Hier spielt man den Ball noch mit Spaß. Hier steht man auch richtig zusammen. Hier fehlt noch ein richtiger Sturm, das Glas. Und es verbindet uns was. Mit dem Herzen dabei, da können andere Vereine nur staunen. Hier spielt man den Ball noch mit Spaß, hier steht man auch richtig zusammen. Hier fehlt noch ein richtiger Sturm, das Glas und es verbindet uns was. Fußballfans, Polizeieinsatztrupps in voller Montur. Die Provokation am Bahnhof nimmt ihren Lauf, wie so oft vor Fußballspielen in Deutschland. Die Hooligans skandieren, brennen Bengalos ab und die Rostocker Polizei kesselt die Gruppe ein. Büro Games in Münster, die Fans der Südtribüne sind dabei, durch Stadion schallt der Schrei, den jeder Fan erkennt, Santa Pauli wird gebankt, die Macht von der Küste, wenn der DFB doch nur wüsste, die Zeit der Gnade ist vorbei, Ostblock asozial, jetzt wird es radikal, ich frag die Jungs mit Stadionverbot, wann seht ihr rot, wenn die Menge dort tobt, der Mob ist am Platzen, Jungs mit Jogger und Glatzen, die Faust ist geballt, bis es ab Minute 93 dann knallt, Knast, Kommando am Start, Rostock bleibt hart wie Beton, scheiße Uniformen, ich box wie Judge Foreman, yeah, bin immer noch derselbe, Rap-Hooligan, Rap-Deutsch-Fan, Rostocker Man mit dem Südtribünen-Slang. Immer noch, 1965, immer noch, Hansa der Verein, immer noch, hat die Süd hier das Sagen, immer noch, werden Wessis gejagt, immer noch, 1965, immer noch, Hansa der Verein, immer noch, hat die Süd hier das Sagen, immer noch, werden Wessis gejagt. Während der Ligaspiele lieferten sich die Polizisten regelmäßig handfeste Auseinandersetzungen mit den Hansa-Fans. Der Ruf des Vereins ist bundesweit schlecht. Diese Personengruppe wurde ja separiert.
Wir werden jetzt die Identität aller Personen feststellen, dort dann die Straftaten konkret den einzelnen Personen zuordnen, da weil wir auch beweissicher das dokumentiert haben. Und in der Realität würden jetzt diese Personen, die Straftaten begangen haben, auch mit der Vermummung, das Fußballspiel nicht mehr sehen, sondern gehen für diese Zeit dann in Gewahrsam. Für die Übung bewachten rund 100 Beamte die 30 Hobby-Hooligans. Für das Kräfteverhältnis gibt es aber wohl keine Faustregel. Immer noch, 1965, immer noch, Hansa der Verein, immer noch, hat die Süd hier das Sagen, immer noch, werden Wessis gejagt, immer noch, 1965, immer noch, Hansa der Verein, immer noch, hat die Süd hier das Sagen, immer noch, werden Wessis gejagt, gejagt. Weht an der Küste und die Wellen schlagen hoch. Der Kuddel steigt vom Kudder und holt seine Buddel noch. Mein Herzig schließt ihr Fischgeschäft, sie ist montags wieder da. Sie treffen sich am Stadion zum Heimspiel von Hansa. Der FC Hansa kommt ins Spiel. Sie sind heute heiß und wollen viel. Und 30.000 sind dabei. Da bleibt kein Platz zum Stehen frei. Blau-Weiß sind unsere Farben an der Küste hier. Ein Pfeifkonzert, ein Jubelschrei am Kiosk, noch ein Bier. Ein Hexenkessel brodelt wie Mailand und Madrid. Und daheim vom Hafen hat seine Trommel mit. Der FC Hansa stürmt zum Tor. Und alle brüllen. Die Flanke und ein Schuss. Die Mannschaft spielt aus einem Guss. Kommt ins Spiel. Sie sind heute heiß und wollen viel. Und 30.000 sind dabei. Da bleibt kein Platz zum Stillen frei. Ein Eintritt für einen Hering und das Stadion immer voll. Jede Menge Tore für Hansa, das wär toll. Und Freundschaft mit den Gästefans, sie sind genau wie wir. Sie lieben ihren Club und trinken gerne mal ein Bier. Dem FC Hansa sind wir treu. An jedem Spieltag neu. Mit viel Spaß und nie allein. So soll es für immer sein. Dem FC Hansa sind wir treu. An jedem Spieltag neu. Mit viel Spaß und nie allein. So soll es für immer sein. Dem FC Hansa sind wir treu. An jedem Spieltag neu. Mit viel Spaß und nie allein. So soll es für immer sein. Ich geh heute ganz alleine,
meinen Weg ins Stadion. Alle diese guten Freunde meinen, das sei dumm. Meine Kinder und meine Eltern glauben nicht mehr dran, dass das Auf und Ab zu etwas führt. Doch ich sag irgendwann, reißt der Himmel auf und die Sonne scheint und der Rasen, der strahlt grün. Die ganze Stadt ist drauf für den Verein. Wir wollen euch Siege singen, FC Hansa Rostock. Ich liebe dich total, du nur tausendmal. Ich singe FC Hansa Rostock. Die Liga ist egal, du bist erste Wahl. Ich singe FC Hansa Rostock. Ich liebe dich total, du nur tausendmal. Ich singe FC Hansa Rostock. Die Liga ist egal, du bist erste Wahl. Schärf kann den zweiten Ball auf der Außenposition sichern. Und dann ist es jetzt Butzen mit dem 1:0. Mit dem 1:0 nach einem Flachpass von Lukas Schärf in die Strafraumzentrale an den 5-Meter-Raum. Es ist Nils Butzen, der den Ball auf den linken Fuß kriegt und ihn ja, mit wenig Tempo, aber ganz genau neben den linken Pfosten. Ich gehe heute ganz alleine den Weg zu mir nach Haus. Und wie der Wind aufsteht, das Blatt sich dreht, ich lass keins der Spiel. Die ganze Stadt ist drauf für den Verein. Wir wollen euch siegen sehen. Ich singe FC Hansa Rostock. Ich liebe dich total. Du nur dann noch mal zu Schärf. Schärf könnte in die Mitte geben. Da ist der Hook. Und da ist das Tor für Eisner. Dina Petersen. Und schon verhuckt mit der Vorlage. So nämlich. Ich liebe dich total, du nur tausendmal. Ich singe FC Hansa Rostock. Die Liga ist egal, du bist erste Wahl.
eine Minute gespielt, Arvid. Es steht 0:0 zwischen dem FC Hansa Rostock und dem KFC Uerdingen. Unsere Mannschaft in blau-weiß von links nach rechts, also von Nord nach Süd im Ballbesitz. Aktuell der Ball an der Mittellinie. Jetzt kommt ein langer Ball von Nando Mansrigen auf die rechte Seite, wo Kobi Vollmann hingeht, den Ball aber nicht per Kopf bekommt. Dann gibt es zwei, drei Kopfballduelle und dann haben die Uerdinger einmal den Ball rausbefördert aus der eigenen Gefahrenzone. Und dann geht Sven Sonnenberg hin und grätscht ihn ins Seitenhaus. Und dann ist das, glaube ich, der Moment für die Überleitung zur Aufstellung des FC Hansa Rostock, die du heute mal machen kannst. Trainer Jens Hertel schickt hier heute ins Rennen. Markus Kolke im Tor, Julian Riedel, Damian Rosbach, Nico Neidhardt, Bentley Baxterbahn, Corbinian Vollmann, Lukas Schärf, Sven Sonnenberg, endlich wieder zurück in der Startelf, Jan Löhmannsröhm, Maurice Jerome Littger und Pascal Breyer auf der Ersatzbank bei uns. Ben Alexander Voll, Björn Rother, Erik Engelhardt, Gianluca Schulz, Manuel Farona, Pulido, Olli Detlo und Luca Finnhorn, unser Neuzugang, von dem ich mir so ein bisschen was verspreche, also zumindest von der Vita her, dürfte er uns die nächsten 3 Jahre Freude machen. Ja, 3 Jahre, du sprichst an, das ist schon fast ungewöhnlich, muss man sagen, dass ein Spieler kommt und gleich für 3 Jahre unterschreibt. Das bedeutet ja auch, dass wir uns da auch tatsächlich einiges versprechen. Er ist jung, klar, aber dass wir ihn 3 Jahre mitten zeigt auch, wir haben da Vertrauen und wir glauben daran, dass das eine sinnvolle Geschichte ist. Jetzt gibt es den ersten, vielleicht hoffentlich gefährlichen Freistoß. Maurice Littger legt ihn nochmal quer zu Nico Neidhardt, der zurück zu Bentley Baxterbahn, der wieder zu Neidhardt, das Ganze aber noch 30, 40 Meter weg. Jetzt kommt der Ball von Nico Neidhardt in den Strafraum. Da geht Brosbach einmal mit dem Kopf hin. Der Ball kommt auch aufs Tor, aber hat nicht genug Schmack. Es sollte auch er nochmal abgelegt werden. Und da ist aber der Torwart da. Aber jetzt Ball gewinnen, gleich wieder von Lukas Schärf, der auf der linken Seite den Ball zurückspielt zu Nico Neidhardt. Ja, und wenn wir das Ganze mal versuchen, taktisch aufzulösen, ich glaube, so in den ersten jetzt 2,5, 3 Minuten kann man gut erkennen, das könnte eine Dreierkette sein. Vermutlich ist es so. Ne? Ich freue mich einfach, dass Sven Sonnenberg wieder hinten steht. Hat mir oder uns ja in der letzten Saison sehr viel Freude bereitet, also mit wirklich guten, klugen Aufbauspiel. Lufthoheit hat er ohnehin gehabt. Aber man sieht auch, guck mal, wie aggressiv die Uerdinger sind. Könnte natürlich auch der Fall sein, weil direkt hinter uns, 5 Meter hinter uns, der Chef, der Krefelder Chef von allem sitzt, Herr Ponomarev. Der sitzt uns im Nacken. Der sitzt uns im Nacken. Da sollten wir vielleicht auch nicht ganz so laut sein. Das kann ja... Man weiß das ja immer nicht. Er hat zumindest eine entsprechende Präsenz hatte er hier im Stadion. Aber wir werden natürlich bei unseren Toren dann besonders laut jubeln. So, Kobi Vollmann auf der rechten Seite legt ihn aber auf Riedel. Riedel schickt Neidhardt steil. Das Ganze soll abseits gewesen sein, entscheidet der Schiedsrichterassistent Christian Mehrmann. Hebt die Fahne und es gibt Freistoß für Uerdingen. Ja, also es ist eine Dreierkette mit Riedel, Sonne zentral, links Rosbach. Davor spielt Jan Löhmannsröben, rechts Nico Neidhardt, links Lukas Schärf. Wieder eine Ecke weiter vorne sehe ich Kobi Vollmann und Littger auf der linken Seite. Kobi Vollmann auf der rechten Seite, zentral Bentley, Baxter, Bahn und... Ja, ganz vorne natürlich Pascal Breyer. Ja, John Verhoek nicht im Kader, sitzt auch nicht weit von uns hier, 7-8 Meter schräg nach vorne und hat mit seinem Sohnemann gemeinsam den Hansa-Schal hochgehalten und Hansa Forever gesungen. Also die Vereinsidentifikation ist in der gesamten Familie da. Jetzt schön die Weiterleitung dort von Pascal Breyer mit dem Kopf auf Vollmann, aber der Ball dann doch etwas zu steil geschickt, sodass Littger nicht rankam und Königshofer, ja, sich einfach nur ein bisschen locker fallen lassen musste, um diesen Ball dort aufzunehmen. Ich bin gespannt, was die Uerdinger hier aufs Parkett zaubern. Ist doch zumindest für sie der Saisonstart so richtig missglückt. Also da ist noch nicht viel Zählbares bei rumgekommen. Und das wird natürlich dem Multimillionär hinter uns gar nicht gefallen, Helmer. Jetzt gibt es schon den ersten gefährlichen Rückpass, wo Lukas Königshofer raus muss aus seinem Tor. Aber der Ball kommt zu kurz auf Vollmann. Vollmann rechts könnte er Riedel mitnehmen. Das tut er. Riedel flankt in die Mitte und dann wird geklärt. Da ist rechtzeitig jemand vor Pascal Breyer am Ball. Und es gibt aber den Einwurf für den FC Hansa Rostock von der rechten Seite. Und da holt sich Nico Neidhardt den Ball, bekommt ihn nochmal von Bentley Baxterbahn, ja, zugeworfen, wischt ihn dann trocken mit seinem Trikot und wird jetzt mit ein paar Schritten Anlauf, macht sich da noch Platz, indem er die Werbebande ein bisschen zur Seite schiebt, den Ball in den 16er befördern, da geht Landwürmanns drüben hin, bekommt ihn nicht, der zweite Ball landet auch bei den Uerdingern, dann aber Julian Riedel auf Sven Sonnenberg zurückgelegt, der aber an der Mittellinie erstmal, ja, auf Nummer sicher gehen muss, um den Ball zurückzulegen. Was mir so ein bisschen fehlt, Arvid, zwangsläufig, so das Raten der Zuschauerzahl.
Also macht jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn. 7.500 und das dürften es dann wohl auch sein. Und ich habe vorher nochmal nachgefragt, wir sind ausverkauft. Ja, ich denke, also ist ja auch, wir haben halt nur 7.500. Irgendwie kann man davon ausgehen, dass es dann auch knapp 7.500 sind und das sind heute wohl auch tatsächlich genau 7.500. Ja, also wenn ich zum Ticket hingehe und sage, die sind ausverkauft, dann sind wir ausverkauft und bei 7,5. Ausverkauft, das klingt toll, aber das in aktuellen Zeiten, ja, früher wäre das 30.000 gewesen. Ja, wären zu Uerdingen wahrscheinlich nicht gekommen. Nein. Aber 10, bei diesem schönen Wetter, das kann ich mir vorstellen, das hätten wir auch geschafft. Ja, der KFC Uerdingen jetzt hier mit dem Fehlpass von der linken Seite, das war nicht Duda, das war sein Verteidigerkollege. Aber wir konnten daraus leider kein Kapital schlagen. Im Moment noch nicht, keine großen Torraumszenen. Jetzt muss dort Rosbach aufpassen, dass er nicht überlaufen wird und zieht. Oh, er kriegt das Foul für sich. Freistoß FC Hansa. Ja, wo du Christian Dorda gerade angesprochen hast, dieser sehr, also Uerdingen ist ja nur wirklich für Fluktuation bekannt. Das betrifft alle Positionen, die Trainerposition, die bei den Spielern ist es nicht anders, aber Christian Dorda ist jetzt schon, ja, ich glaube, das vierte Jahr da und ist Kapitän. Also der hat irgendwie entweder da ein Stein im Brett oder eine ganz besondere Rolle beim KFC Uerdingen, hat es lange ausgehalten und hat jetzt auch Verantwortung. Ja, na, zumindest ist er auch einer der Spieler, die nicht also gegen argumentiert haben oder irgendwie ein Stinkstiefel sind. Und das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man beim KFC Uerdingen unter Vertrag ist, dass man einfach vielleicht auch mal die Fresse hält. Ja, Helmer, du lachst, aber es ist doch so, oder? Oh, jetzt die Spieleröffnung von Damian Rosbach links raus zu Lukas Scherf. Der nimmt dann Moritz Littger mit. Moritz Littger lässt einmal nach hinten prallen und dann wieder zu Lukas Scherf. Ja, das Ganze in der gegnerischen Hälfte, aber noch erst kurz hinter der Mittellinie, sodass da jetzt keine direkte Gefahr für den KFC entstanden ist. Ja, also noch keine richtige heiße Situation hier nach 8 Minuten im Ostseestadion. Also die es am wärmsten getroffen hat, dürfte heute die Nordtribüne sein, weil die sitzen so richtig in der gleißenden Sonne. Und ich denke mal, also gut und gerne an die 30 Grad dürften da sein. Für uns ist noch nicht ganz Unterhemdenwetter, aber trotzdem gemütlich, würde ich mal sagen. Ne? Ja, vielleicht, wenn man die Sonneneinstrahlung so sieht, muss Markus Kolke ein bisschen aufpassen. Die Sonne strahlt doch ziemlich klar in seinen Strafraum. Während der Kollege Königshofer den ganzen Schatten da an seinem 16er hat. Ja, vor allen Dingen würde mir eher um Markus Kopf dort Sorgen machen. Ja. Ja, du kriegst ganz schnell Sonnenbrand auf der Glatze. Aber er bewegt sich ja. Das macht der Sonne nichts, Helmer. Das kann ich dir aus ärztlicher Sicht sagen. Also es ist der Sonne völlig egal, ob du dich bewegst oder einfach nur sitzt. Also es Luft, die Luft kühlt vielleicht etwas, aber die Birne ist trotzdem verbrannt. Jetzt der Freistoß vom KFC Uerdingen ganz rechts raus an die rechte Strafraumgrenze, wird nochmal verlängert mit dem Kopf. Ja, da wollen sie so ganz zaghaft reklamieren, dass sie den Einwurf kriegen, zumindest der Mann mit der Nummer 15, der Leon Schneider. Aber das war nichts, das war eindeutig Einwurf für uns. Nö, so die ersten 8-9 Minuten, boah, noch nicht so richtig Zug drin. Bei den Uerdingen überhaupt noch nicht. Da kam noch gar kein Ball Richtung 16-Meter-Raum. Und bei uns fehlte jetzt auch noch, hatten wir schon einen Abschluss? Nee, nicht so richtig. Ne? Ein, zwei Flanke. Die Flanke von Riedel, die war gar nicht so schlecht. Ansonsten noch nichts Zwingendes. Ein langer Ball mal in den Rücken der Abwehr, aber damit Rossmann aufgepasst. Köpf zu Lukas Scherf, der dreht sich um die eigene Achse. Führt ja mal dann lang nach vorne, zu hoch für Pascal Breyer, sodass der Ball durchkommt zu Stefan Welkow. Und der haut ihn wieder lang nach vorne links raus und lang und weit und ins Aus. Ja. Ja, wieder Einwurf FC Hansa Rostock, wieder macht's Neid hat hier natürlich von der Außenverteidigerseite. Und im Stadion, wir können es ja auch nur über unsere Kopfhörer so ein bisschen bedingt mit hören, aber das scheint ziemlich laut zu sein, Helmer. Das war ja auch schon beim letzten Spiel, auch gegen Stuttgart fand ich das schon sehr, sehr schön, dass sie zwar leider limitierte Anzahl an Fans, trotzdem eine Lautstärke fabriziert hat, die sehr viel mit Fußball zu tun hatte. Jetzt gibt es einen Versuch eines Steilpasses von Vollmann, dann der zweite Ball landet wieder bei Schadi, den kriegt er nicht mehr angenommen, den hohen Ball, der geht ins Seitenaus, sodass es auf der rechten Angriffsseite des FC Hansa Einwurf für den KFC Uerdingen gibt und den führt aus der Kapitän Christian Dorda. Wirft ihn weit nach vorne, da ist aber Jan Müllmanns drüben da und der zweite Ball bei Vollmann macht das gute Ballmitnahme, jetzt gegen drei, wie kommt er da durch? Ja, er holt, das ist aber ärgerlich. Was? Aus meiner Sicht ganz klarer Einwurf für Bobby Vollmann, aber das kriegt den Einwurf der KFC. Ja, und dann macht Christian Dorda hier vor uns, der Publikum schon etwas unzufrieden darüber, aber kann man, denke ich, ganz gut mit Leben schaden. Wieder so ein Rückpass, wo Riskant, sehr Königshofer riskant. Wieder sich anstrengen muss, überhaupt hinzukommen, also
Jetzt Vorsicht, jetzt machen wir es ähnlich. Rückpass von Rosbach auf Kolke. Das bringt so ein bisschen das war gehalten gegen Sonne, ne? Aber hat der Schiedsrichter nicht gepfiffen. Wir befreien uns dann. Dann kommt aber ein zu kurzer Ball von Markus Kolke. Und dann kriegt er ihn ja wieder serviert von einem Oedinger über 40 Metern zurückgespielt. Und jetzt wirft er ihn dann doch ab und auf die linke Seite zu Lukas Scherf. Zu Lukas Scherf und jetzt kommt der lange Ball hier auf Neidhardt. Neidhardt mit dem Kopf auf Vollmann. Vollmann über die rechte Seite spielt nochmal wieder zurück. Julian Riedl ist mit nach vorne. Löhmanns voller Vormann. Das war ein sehr schöner Ball. Vollmann kriegt ihn. Vollmann hat viel Zeit. Vollmann mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Kopfball. Hoher Kopfball, aber Neidhardt ist nicht das Kopfballungeheuer. Nee, und er ist natürlich auch schwierig. Er ist nicht der Größte und dann muss er im Rückwärtslaufen den Ball aufs Tor köpfen. Da konnte er nicht mehr sowohl Genauigkeit als auch Wucht hinterbringen. Er kriegt ihn zwar irgendwie Richtung Tor, aber dabei geht er am Tor vorbei. Trotzdem schöner Angriff, die erste abgeschlossene Angriffsaktion einer der beiden Mannschaften hier in der 12. Minute durch Nico Neidhardt. So, der Ball wieder in unseren Reihen, aber wieder in den Abwehrreihen. Der Sonnenberg mit dem Ball zurück auf Kolke. Kolke nimmt ihn gleich und spielt ihn nach vorne auf Rosbach. Und jetzt sieht man auch, dass die Oerdinger eigentlich, wenn wir den ruhigen Spielaufbau machen, gar nicht so richtig draufgehen wie andere Mannschaften, sondern warten, bis wir irgendwie in der Höhe des Mittelkreises sind oder um dann auf Kommando zu pressen. Also ist auch so eine typische Krämer-Taktik, die er mit den anderen Vereinen auch gemacht hat. Also er ist nicht so wie Jens Hertel, dass vorne draufgehen, sondern eben einfach, situationsorientiertes Pressen, sagen wir mal. Und er lässt den FC Hansa Rostock hier kommen und setzt wahrscheinlich auf irgendwie einen Konter. Na, sie machen bei allem auch den Eindruck, dass sie uns, indem sie zu hoch stehen und zu früh raufgehen, nicht die Räume aufmachen wollen. Beim Stand von 0-0, mit dem sie, glaube ich, erstmal grundsätzlich leben können. Na klar, wenn du noch keine Punkte geholt hast, Helmer, dann bist du erstmal mit dem Unentschieden auswärts beim FC Hansa durchaus nicht unzufrieden, ne? So, jetzt gibt es aber Freistoß auf der linken Seite. Das ist eine gute Position, wo sich dort jetzt Maurice Littger und Bentley Wechselbahn kurz abstimmen, wer und wie vor allem diesen Freistoß ausführen wird. Und in der Mitte sehe ich Pascal Breyer, Sven Sonnenberg, Damian Rosbach, Jan Löhmanns-Röhm, Julian Riedl. Also alle, die da irgendwie an den Ball kommen könnten, sind vorne. Und Bentley Wechselbahn führt den Ball jetzt aus. Der Ball kommt gelupft in den Strafraum. Sven Sonnenberg ist mit dem Kopf dran, will ihn vielleicht sogar auf den langen Pfosten verlängern. Das gelingt nicht. Und die Oerdinger klären mit dem langen Ball. Der landet aber bei Nico Neidhardt. Schade, der trifft ihn ungenau. Der wollte ihn, glaube ich, direkt zurückspielen zu Corby Vollmann. Und der geht in Seiten aus. Ja, Einwurf wieder von Christian Dorda hier direkt vor uns. Viertelstunde ist schon rum. So richtig hat es mich noch nicht aus den Sitzen hier gerissen. Es ist auch noch nicht mal, dass man so sagt, so ein ganz zäh oder hart umkämpftes Spiel, wo man sagt, hier wird um jeden Grashalm in irgendeiner Form gefightet. Das ist nicht der Fall. Ja, also es ist schon Kampf, ne? Also für alle, die es nicht sehen können, einige haben ja auch bewegte Bilder zu Hause. Es ist natürlich schon, dass hier kein Ball preisgegeben wird, aber wir haben hier schon Spiele gesehen, wo es richtig auf die Mütze oder auf die Knochen gab. Also wenn man hier gegen Halle oder gegen Magdeburg spielt, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Hier ist es schon ein ordentliches Fußballspiel, aber noch ohne jeglichen großen oder mittleren Höhepunkt bisher. Vielleicht ja jetzt mal. Langer Ball dort vorne auf Littger. Littger kann ihn aber nicht erwischen. Jetzt muss Lukas Scherf dort diesen abgeprallten Ball irgendwie versuchen sie jetzt zu zweit drauf zu gehen. Vorne Pascal Breyer läuft sein Gegenspieler an. Jetzt versuchen sie ihn zu pressen. Schade, dass er doch in der Mitte den Anspielpartner hatte. Insofern konnte sich Oerdinger da befreien, kann den langen Ball nach vorne gehen. Aber Julian Riedl, schön, wie er den Ball erobert. Doppelpass mit der Hacke nimmt Julian Riedl mit. Schöner langer Ball. Vollmann im Strafraum. Vollmann, Flanke rein und Torschuss. Breyer schießt doch. Junge, Helmer, den muss er doch mal schießen. Ja, aber der war auf dem falschen Fuß, er musste noch einen Ausfallschritt machen, um den Ball anzunehmen und damit hat er natürlich überhaupt kein Tempo mehr gehabt und der Oerdinger war in Bewegung und nimmt ihm dann den Ball im Strafraum vom Fuß und dadurch sieht das dann in dem Fall ein bisschen unglücklich aus für Pascal Breyer. Ich glaube, da traf ihn tatsächlich keine Schuld. Er muss trotzdem abschließen, Helmer. Schuld oder nicht Schuld, wen interessiert das denn hier noch? Interessiert keine Sau. Er hat den Ball gehabt und darf man nicht mal so lange zögern. Dann muss man auch mal mit links, mit der Hacke, mit der Nase, mit irgendwas versuchen, den Ball zu versenken. Mensch, ich will hier ein Tor sehen. Er hätte ihn gleich direkt spielen wollen. Hab doch hier wenig Ansprüche. Tor wäre seine einzige Möglichkeit gewesen, den Ball direkt, nachdem er ihn vor den Füßen fällt, einfach annehmen. Das Risiko ist dann da, dass er oben irgendwo ins Auffangnetz fliegt. So, dann ja, ist das eben so. Vorbei. Wenn du nicht aufs Tor schießt, kannst auch keins erzielen. Ja. So. Zitat? Peter Vollmann. Der hat recht.
Der ist aufgestiegen mit Braunschweig. Oh, aber das ist also, als wenn die Uerdinger uns so ein bisschen einschläfern und dann auf einmal dann doch lospressen vorne, ne? Dass sie sagen, oh, wir machen jetzt mal 2-3 Minuten gar nichts. Und dann, wenn so ein bisschen der Schlendrian reinkommt, aber jetzt aber wunderbarer Ball nach vorne. 4 gegen 4 auf der linken Seite. Littka zieht durch. Littka kreuzt den Weg. Littka wollte auf Pascal Breyer durchstecken, aber das war in Schönheit gestorben. Das hätte man mehr draus machen können. Ja, aber das verlangst du von so einem Spieler wie Littka, dass er diese Risikopässe spielt. Ja. Man sagt immer, spiel doch mal. Wenn er es macht und es misslingt, dann sagen sie, wo? Aber wenn du sie nicht spielst, können sie auch nicht ankommen, Arvid. Ich verlange, dass diese Risikopässe gespielt werden und ich verlange, dass sie ankommen. Ja? Nicht mehr und nicht weniger, Helmer. Du merkst, ich bin ein bisschen krawallig heute drauf, aber also ohne Heimsieg gehe ich hier nicht nach Hause. Du gehst ja eh nicht nach Hause. Du musst ja arbeiten. Ja. So sieht's aus. Aber deswegen brauche ich so eine kleine Motivation hier. Langer Ball jetzt von Julian Riedel auf Pascal Breyer. Pascal Breyer kriegt ihn noch vor der Seitenauslinie. Pascal Breyer mit dem langen Ball nach vorne auf die Eckfahne. Ja. Kommt er nicht ganz an. Abstoß Königshofer. Abstoß Königshofer. 17 Minuten. Das Spiel geht zumindest in die richtige Richtung. Wir dürfen uns nicht einschläfern lassen. Ne? Also diese Beruhigungstaktik, die Krämer seinen Mann hier zeitweise aufgedrückt hat, davon dürfen wir uns nicht anstecken lassen, sondern weiterhin konsequent so nach vorne spielen. So richtig viel mit diesem Pressing, was wir noch aus dem Stuttgart-Spiel oder Duisburg-Spiel kennen, was unser Team vorne gemacht hat, dazu kamen wir noch gar nicht so richtig. Vielleicht jetzt auch eine andere taktische Marschrichtung da. Sehr schön, wie Löhmannsröhm den Ball dort im Mittelfeld erobert, ihn nach rechts rausspielt, dort wo heute Neidhardt als rechter Verteidiger wieder aufläuft. Vollmann legt sich den Ball an seinem Gegenspieler vorbei. Hat noch versucht, dort einen Foul zu ziehen. Ja, braucht er sich auch nicht zum Schiedsrichter umdrehen. Corby, das war kein Foul. Reklamiert er aber auch nicht. Also insofern hat er schon gemerkt, dass er diesen Chip, den er am Gegenspieler vorbeigespielt hat, dass er den etwas für sich selber ungenau gechippt hat. Jetzt aber wieder Löhmannsröhm dort mit dem Ballgewinn. Bahn kriegt eine Hand vom Gegner ins Gesicht. Lässt sich aber nicht fallen. Sehr schön, finde ich sehr gut, dass man da jetzt nicht jede Theatralik mitnimmt. Jetzt Neidhardt auf Bahn. Bahn wieder zurück auf Löhmannsröhm. Löhmannsröhm mit dem langen Ball nach links raus. Hat er gut gesehen, dass dort der freie Raum ist und dass Lukas Schärf dort reingestartet ist. Lukas Schärf jetzt mit der Flanke in den Strafraum. Auf die Brust von Dorda und von dort aus über die Seitenlinie. Und von dort aus gibt es jetzt den Eckball und den wird sich Becksbahn nicht nehmen lassen. Wird auch gleich abgeklatscht von Corbinian Vollmann. Diesen Eckball, den nimmt sich Bahn. Und jetzt gucken wir mal, was für eine Eckenvariante wir haben. Entweder auf den ersten Pfosten wird verlängert durch Rosbach oder einfach abkappen und aus dem Hintergrund kommen Vollmann und Neidhardt von der kurzen Strafraumgrenze. Oder einfach mitten rein ins Gewühl hinter den Elfmeterpunkt, wo Sonnenberg und Rosbach stehen. Also diese Variante wird es werden, weil keiner am ersten Pfosten steht und auch keiner an der Strafraumgrenze. Insofern wird es hoch auf den Kopf sein, hoch auf den Kopf. Und im Training, da hat der Rossi, der Helmut, mit seinem Helm doch 1-2 reingemurmelt. Insofern darf er das jetzt auch durchaus gerne machen. So, Bahn mit der Ecke, die flach hineinkommt. Wunderbar, wie ich das wieder erkannt habe, dass das so kommt. Und Rosbach wühlt und knallt und wühlt und nochmal. Und Torschuss. Riedel, nein, nach rechts raus. Neidhardt jetzt mit der Flanke hinein und der Ball geht durch alle durch. Das gibt es doch gar nicht. Dass da nicht irgendwie ein Weiß-Blauer drankommt, Helmer. Du hast, auch wenn wir am Ende kein Kapital draus schlagen konnten, wir haben gesehen, wie diese Variante die komplette Uerdinger Abwehr erstmal in Konfusion gestürzt hat. Kein vernünftiger Klärungsversuch, irgendwie dann aber auf dem Fußboden immer den Ball noch abgeblockt und am Ende den Abschluss verhindert und beim zweiten Flankenball genau das Gleiche. Also nicht, dass wir da den klaren Abschluss gefunden hätten, das ist schade, aber die Uerdinger waren sofort von der Rolle. Jetzt Moritz Littka mit Ball am Fuß auf Bobby Vollmann, der könnte jetzt jemanden steil schicken, das ist in diesem Fall Julian Riedel an der Grundlinie, kriegt den Ball aber nicht mehr. Weil so ein bisschen dort sowohl Löhmannsröhm als auch der Gegenspieler Welkow ihn bedrängt haben. Und so geht der Ball ins Tor aus. Abstoß vom Tor von Lukas Königshofer. Nach 20 Minuten klare Tendenz. Das Spiel geht in die richtige Richtung. Der FC Hansa Rostock ist am Ball. Hat auch die größeren Spielanteile von Uerdingen kam noch nichts Richtung Kasten von Markus Kolke. Wir hatten jetzt die sehr gefährliche Annäherung, die aber noch den richtigen Abschluss vermissen ließen. Ja, besonders auffällig oder sehr gefällig heute wieder Julian Riedel dort, der diese Rolle des Innenverteidigers
durchaus sehr offensiv interpretiert und das auch gut macht. Also er hat wirklich kaum Ballverluste dort. Es sieht sehr gut aus. Also die und wie er unter hohem Druck die Bälle noch verteilt da nach vorne. Also das macht wirklich Spaß, ihm zuzugucken. Mit einer Arschruhe ist er da am Ball. Also gefällt mir heute ausgesprochen gut, was der Julian Riedl da bisher macht. So, Maurice Littger konnte hier noch nicht so seine absoluten Ballfertigkeiten zeigen, wobei dieses Wetter, der Rasen, der Platz oder so für den Typ Ballzauberer eigentlich wie gemacht erscheint. Ne? Also der durchsetzungsstarke Spieler, der die Schlammschlacht sucht, der ist hier heute vielleicht nicht ganz so im Vorteil, aber der Ballzauberer-Typ Maurice Littger, der hat Vorteile, Hämmer. Ja, hoffen wir, dass er die auch irgendwie umsetzen kann. Ein, zwei Szenen waren schon da. Was noch gefehlt hat, war das zu Ende bringen. Jetzt vielleicht über Nico Neidhardt und Riedl. Nico Neidhardt, Missverständnis zwischen Neidhardt und Vollmann. Neidhardt zieht in die Mitte, will an den 16er spielen und Vollmann startet steil. So darum die Oerdinger jetzt einmal gefährlich, aber das misslingt schon im Ansatz. Heinz Mörschel wird dort abgedrängt und dann auch vom Ball getrennt. Und es gibt Freistoß für Sven Sonnenberg. Ja, Sven Sonnenberg, der dort zurückgerissen wurde am Trikot von Sportfreund Mörschel, der auch gleich ein kurzes Zeichen vom ebenso kahl geschorenen Schiedsrichter kriegt wie Markus Kolke, dass ihr euch ungefähr mal die Frisur des Schiedsrichters zu Hause vorstellen könnt. Und dementsprechend weiß, beim nächsten Mal kriegt er von Mann in Schwarz vielleicht nicht nur noch das Kopfnicken, sondern auch einen Finger. Und beim dritten Mal dann gibt es dann den gelben Karton, also insofern würde ich mal die Interpretation hier heute des Schiedsrichters nehmen, der im Gegensatz zu unseren sonstigen Moderationen einmal nicht der Größte auf dem Platz ist, sondern ich vermute, er ist der Kleinste. Zumindest nah dran. Da siehst du einen, der kleiner ist? Ja, ich weiß nicht genau, Nico Neidhardt und Corby Vollmann sind jetzt vielleicht, also Corby Vollmann würde ich sagen, kommt ihm am nächsten. Ja, wir gucken mal, wenn die beiden so, die könnten aber auch Zwillinge sein, ne? Vollmann und der Schiedsrichter, also wenn du die nebeneinander stellst, Sie unternehmen zumindest nichts, um ihre Körpergröße noch irgendwie die Haare zu kaschieren. Nee, also rein gar nicht. Die Kopfform ist auch ähnlich. Man sieht, dass die Muttis sie doch nicht nur auf den Hinterkopf gelegt haben, weil sie haben nicht diesen platten Hinterkopf. Sie wurden also als Kind in der Wiege gedreht, Helmer. Kennst du ja auch noch. Ja, das kenne ich noch, aber dass uns das jetzt hier heute bei diesem Spiel interessiert, das irritiert mich. Ja, aber guck mal, was wäre denn sonst jetzt zu moderieren gewesen hier? Dass Sven Sonnenberg dort klärt und es Einwurf für die KfC Oerding gibt. Mike Feigenspahn war dort. Da muss man aufpassen. Das ist auch ein ganz schneller. Den unterschätzt man vielleicht mal. Der ist sehr schnell unterwegs da auf den Außen. Bei Borussia Mönchengladbach ausgebildet. Und der kann sehr Tempo hier auf den Rasen bringen. Der Feigenspahn war gar nicht so schlecht. Den hatte ich mal irgendwo in Erinnerung, dass wir den, glaube ich, auch mal auf dem Zettel hatten. Da kann aber schon eine ganze Weile her sein. Was mich so ein bisschen wundert, Grimaldi auf der Bank, aber der ist ja immer so dauerverletzt. Und eine ganz interessante Personalie finde ich den Mohamed Kiprit. Bei Hertha U23 die Tormaschine. Also wirklich absolut, hat aus scheiße Toren gemacht. Gar nicht mal so der große Techniker, aber mit einem unbedingten Willen, absolut profihafte Einstellung. Ich kenne das Umfeld da ein bisschen, die gesagt haben, Mensch, der Kiprit, holt ihn doch mal nach Rostock. Problem ist dabei, dadurch, dass er immer so ein bisschen ungelenkt wirkt, vielleicht erinnerst du dich noch an Colin Kwaner, hat er wenig Trainer, die so auf ihn stehen. Und der Kiprit ist jemand, der braucht halt dieses unbedingte Vertrauen, der muss die ganze Zeit spielen, spielen, spielen. Ist natürlich schwierig bei so einem Verein wie Oerding auch. Ich glaube, da kriegst du nicht das unbedingte Vertrauen jetzt für die nächsten 10 Spiele. Auch Geduld ist ja auch in Oerding nicht besonders groß. Nee, deswegen. Jetzt Nico Neidhardt in Lauf gespielt von Bente Bexerbahn. Der nimmt den Ball gut mit. Bente Bexerbahn. Oh, was gibt das? Zweiter Ball. Breyer. Nein, da ist der Torwart da. Bentley Wechselbahn unglaublich schnell auf den Beinen gewesen, bringt da die Oerdinger richtig in Bedrängnis und dann springt der Ball einmal im Strafraum auf und es fehlt ein Schritt für Pascal Breyer, bevor Lukas Königshofer dazu fasst, um den Ball zu bekommen. Jetzt gibt es Einwurf für uns, weil die Oerdinger den Ball jetzt ausgespielt haben, nachdem Bentley Wechselbahn da zu Boden gegangen ist. Aber da ging es einfach ganz schnell. Schnell gespielt über drei Stationen. Breyer legt ihn rüber zu Neidhardt, der schickt Bentley Wechselbahn steil und der ist wirklich wahnsinnig schnell vorbei am Gegenspieler und dann ja, hat Königshofer Glück, dass er den Ball noch trifft und nicht nur Bahn. Ja, für den Elfmeter war mir das auch zu wenig. Selbst wenn man die Hansa-Brille auf hat, muss man schon sagen, es war nicht hundertprozentig sauber. Aber
Ne, also ein richtiger fetter Heimschiedsrichter hätte da vielleicht was gegeben, aber an den haben wir hier im Ostseestadion sowieso nicht. Löhmannström, toll, wie er sich da durchsetzt, wie er sich gegen die durchbeißt. Guck dir das doch mal an, nicht vom Ball zu trennen. Aber jetzt hat der Schiedsrichter die Schnauze voll und sagt, ja, Lömi, du bist da schon am Ball geblieben, alles klar, aber jetzt will ich hier den Freistoß sehen, weil so wie er bearbeitet wird. Aber hast du das gesehen, wie der sich durchgetankt hat? Meine Fresse. Also das ist ja wirklich eine Urgewalt. Vielleicht nicht unbedingt der schön Ästhet hier oder derjenige, der Hackespitze 1, 2, 3 spielt, aber mit einem Willen, mit einer Mentalität. Ganz, ganz toll. Und Herr Immer, das 1:0 aus diesem Freistoß, das überlasse ich dir jetzt. So, und diesen Freistoß, den wird jetzt wohl Moritz Slitka bringen, denn da hat sich Bente Wechselbahn so ein bisschen zurückgezogen. Moritz Slitka läuft an, mit dem linken Fuß bringt er den Ball mit Zug zum Tor in den 16er rausgeköpft von den Oerdinger. Der zweite Ball bei Nico Neiter, nimmt den gut runter. Jetzt muss er bloß noch eine Anspielstation finden. Flach an den Strafraum gespielt, nicht gut geklärt. Pascal Breyer liegt ab auf Slitka. Slitka aus der zweiten Reihe vielleicht mal. Da zieht er ab aus dem Stand fast. Zieht ihn 4-5 Meter am Tor vorbei, aus gut 23-24 Meter Torentfernung. Ja, auch hier gilt, ne, wenn du es nicht machst, nicht versuchst, dann wirst du auch nicht treffen. In dem Fall geht der Ball am Tor vorbei. Nee, das war schon in Ordnung. Also da keine Kritik an Moritz Slitka, dass er das probiert hat. Also den kann er auch mal richtig gut treffen und dann klingelt es hier. Vielleicht hätte ich doch an Pascals Stelle gar nicht so uneigennützig gehandelt und selber noch abgezogen, weil er hatte zumindest keinen Gegenspieler, hätte schießen können. Es war natürlich so, dass 1000 Millionen Gegenspieler sich dort bei ihm in den Weg gestellt haben, das ein bisschen schwierig war. Jetzt schön, wie wieder an der Seitenauslinie unsere Gegner austanzen. Ja, Pascal Breyer mit der Kopfballvorlage auf Vollmann. Vollmann schön mit dem Lupfer über seinen Gegenspieler rüber, aber leider nur in Richtung Außenbahn. Breyer ist auch in der Mitte mitgelaufen. Breyer ist in der Mitte mitgelaufen. Nein, Lukas Schärf im Strafraum. Lukas Schärf im Strafraum schießt seinen Gegenspieler an Ecke. Aber hast du Moritz Slitka gesehen, wie er im Stand erstmal den Gegner überlupft, dann in den Lauf von Vollmann, der überlupft den Gegner auch und Lukas Schärf dann stürmt heran. Also das war ein schöner, richtig schöner Angriff über die linke Seite, wie wir so eine Situation an der Außenlinie vor der gegnerischen Bank aufgelöst haben und selber dann hier, da sieht man es nochmal wunderschön, Moritz Slitka und Corby Vollmann. Aber jetzt stehen sie beide dort wieder beim Eckball. Bente Wechselbahn und Moritz Slitka in der Mitte. Alle Großen versammelt. Auch wieder am 16-Meter-Raum bereit zum Einlaufen. Nur Pascal Breyer steht im 5-Meter-Raum, um ein bisschen den Torwart vielleicht zu irritieren. Der Ball kommt mit drei weg vom Tor auf den Kopf von Rosbach. Sag und er steigt doch, hoch Rosbach. Und er geht nur um Zentimeter rechts am Pfosten vorbei. Das war jetzt, glaube ich, die allergrößte Gelegenheit. Damian Rosbach steigt hoch. Und da geht er ganz knapp rechts vorbei. Mensch, so war es im Trainingheim. Habe ich zweimal im Training gesehen und er hat einige davon gemacht. Genauso war die Eckvariante eingeübt. Ach, ich glaube, der Löhmannsröhm muss vorne wieder an irgendwie den Ball auf die Murmel kriegen, damit das dann wieder mit dieser Urgewalt dort reingespielt wird. Ja, und eben sprechen wir noch von Löhmannsröhm. Jetzt klärt er resolut gegen Gustav Markusson dort, knallt den Ball über die Seiten aus, die werfen aber schnell ein. Müssen wir jetzt aufpassen. Also nicht jetzt irgendwie hier die Konzentration verlieren nach 28 Minuten, dass wir jetzt denken, ach Mensch, die Oerdinger, die werfen aber langsam ein. Nee, das ging relativ schnell. Jetzt dort vorne Bahn, Schärf und Breyer mit dem leichten Vorchecking, mit dem leichten Pressing dort in Höhe der Mittellinie. Ansonsten lassen wir die Oerdinger jetzt mal ihrerseits so ein bisschen den Ball sich hin und her schieben und stehen hinten mit 6-7 Mann auf einer Linie. Das heißt also, stellen ganz viel dort in die Abseitsposition. Die Oerdinger überspielen jetzt aber zumindest die erste Linie dort, sind jetzt an der Strafraumgrenze, spielen den Ball nochmal zurück, jetzt über die Außen. Jetzt haben wir uns rauslocken lassen dort, der Littger. Jetzt kommt nämlich die Flanke hinein. Und der Mann mit der Nummer 21, der ist ziemlich groß, der Mörschel. Mörschel-Boy, der ist ziemlich groß, ist auch mit seinen gegelten Locken dort an den Ball gekommen, aber doch etwas zu unplatziert. Ja, der kommt aus Münster, hat dort mit Moritz Slitka noch zusammengespielt und der hat, eigentlich ist das, glaube ich, gar nicht so seine ganz große Stärke. Ich glaube, das ist ein ganz guter Fußballer, der Heinz Mörschel. Der ist tatsächlich technisch ganz gut unterwegs, allerdings bringt er eben auch Körpergröße mit und dann kann er bei Flanken ja auch schon mal seinen Kopf hinhalten. Jetzt spielen wir da hinten den Ball wieder hin und her. Das ist nicht, wie du schon gesagt hast, dieses aggressive Pressing, aber so langsam zustellen und mal ein bisschen näher kommen und uns da so ein bisschen verunsichern. Jetzt kommt der lange Ball, Löhmannsröhm ist zwar mit dem Kopf dran, da müssen wir aber nochmal nachsetzen und dann kommt der Rückpass über 40 Meter zurückgespielt auf Lukas Königshofer. So, ja, jetzt pressen wir nämlich nicht, sondern wir warten jetzt auch auf die Oerdinger. Das sieht man hier gut. So ab 10 Meter in der Oerdinger Hälfte stehen dann Corby Vollmann und Moritz Slitka und Pascal Breyer bereit, die Gegner anzulaufen, zuzustellen. Aber bis dahin dürfen sie spielen. Jetzt läuft Pascal Breyer hin und her. Dann kommt der Ball nach vorne, rechts gespielt. Jetzt, na, der Versuch eines
Schnittstellenpass ist bei den Oerdingern, der missliegt, der lange Ball landet aber wieder beim KFC und so versuchen sie es erneut auf dem gleichen Wege über die rechte Seite, abgefangen von Bentley Baxter-Bahn, dann auf Lukas Schärf, der steil nach vorne, kommt der Ball an auf Corby Vollmann, ja, der schleicht sich da durch gegen zwei Oerdinger, wird dann zu Boden gerissen und kriegt den Freistoß. Ja, das hat er gut gemacht, der Oerdinger, der da ja, sich ein bisschen verschätzt hat und zwischen zwei Oerdingern durch, ja, da schleicht der Kumpel vom Schiri, da stehen sie genau nebeneinander. Und, aber Bente Baxter-Bahn klatscht nur mit Corby Vollmann ab. Interessanterweise bei dieser Szene, als der Verteidiger der Oerdinger sich verschätzt hat, ein Blick nach zum Ponomariev nach hinten. Und das war eine Geste, du sagst, russische Mafia, oh, Junge. Also das machst du kein zweites Mal hier, wenn Ponomariev zuguckt. Ne? Also dem wird das nicht gefallen haben, war aber auch wirklich, hat er nicht gut gelöst gegen Corby Vollmann, muss man sagen, hat er sich nicht dritte Bundesliga reif angestellt. Den Ball muss man einfach wahrscheinlich mal genau erklären. Jetzt aber die Freischussvariante Bahn und Littger diskutieren noch beide. Beide, sie diskutieren immer noch. Sie diskutieren, wie jetzt diese Freistoßvariante wohl kommen wird. Sie gucken sich da nochmal an. Jetzt haben sie sich entschieden. Ich kann nicht ausmachen, wer es wird, aber ich vermute mal Bahn. Bahn wird es nicht. Also immer, wenn ich was sage, einfach das Gegenteil nehmen. Ja, der Ball geht über die Grundlinie. Es gibt Ecke. Und ich sage jetzt einfach nicht, wer die Ecke tritt. Also, oder ich sage es uns schon der andere. Schnell ausgeführt diesmal. Littger auf Bahn. Bahn in den Rückraum zu Schärf. Der könnte schießen. Was macht er? Er schießt. Mit dem Kopf ein Oerdinger dran. Nicht sehr gut abgewehrt. Da ist Damian Rosbach. Lässt den Ball einmal aufprallen. Die Oerdinger sind etwas unsortiert dort. Dann kommt so ein Befreiungsschlag auf den Kopf von Bahn. Bahn mit dem Hechtflugkopfball zu Neidhardt. Also schon mit Risiko, aber gekonnt gemacht, was unsere beiden da hinten fabriziert haben. Und so haben wir den Ball in den eigenen reingereicht. Sehr und gut. Kommen jetzt wieder über die linke Seite über Maurice Littger, der mal Platz hat. 30 Meter, 40 Meter läuft er mit Ball. Jetzt müsste der Pass kommen. Er geht immer noch weiter. Littger, Missverständnis dann mit Schärf. Dann schlagen die Oerdinger erneut den Ball raus. Aber der landet wieder bei Bentley Baxter-Bahn. Der wechselt jetzt hier die Seite auf Nico Neidhardt, der ganz rechts Juli Riedel anbedienen könnte, aber tritt erstmal auf den Ball, weil das war ihm alles zu eng. Und so spielen wir hinten rum. Ja, so spielen wir hinten rum. 31 Minuten sind rum. Es läuft schon in die richtige Richtung, muss man sagen. Also in unserer Defensive habe ich wenig Angst, dass irgendetwas passiert. Nach vorne hin müssen wir jetzt nur mal ein bisschen effektiver sein und irgendwie die Murmel nochmal diesen letzte Pass. Ne? So wie der kam jetzt auch nicht an, sodass die Oerdinger wieder klären können. Es zumindest versuchen, mit uns da Schweinchen fangen vorne spielen. Christian Dorder mit dem rechten Fuß, da ist er natürlich nicht so gut. Bahn nach vorne, Bahn köpft aber den Ball über die Seiten ausliegen. Es gibt Einwurf und normalerweise muss Christian Dorder jetzt da schon 10, 20 Meter mit zurückgehen, auch wenn es ihm nicht gefällt und so, dass wir vorne hin alles pressen können. Also dieser Einwurf, der kann auch mal ganz schnell zum Bumerang werden, weil Christian Dorder hat nichts zum Anwerfen dort, ne? Und trotzdem, die Locke, Merschel, die Locke kommt vor, Löhmanns-Röhm an den Ball, ne? Und jetzt wunderbar, wie Lukas Schärf da mit einer Kraft dort in diesen Ball hineingeht. Och nö, wieso kriegt er das abgepfiffen? Naja, er hat es, glaube ich, für sich gepfiffen gekriegt. Ich glaube, drüber gehalten vom Oerdinger. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat er gegen Kolja Pusch gepfiffen und wir kriegen den Freistoß. Also alles entspannt. Ja, das ist so ein Spiel, das, du sagst, es läuft in die richtige Richtung. Es gab ja auch schon Abschlussaktionen jetzt. Was uns noch fehlt, ist so ein Dosenöffner. Das ist so typisch für dieses Spiel, für diesen Verlauf. Die Oerdinger sind tatsächlich nicht so großartig interessiert daran, produktiv in der Szene zu treten. Eher, mehr zerstören, mehr warten, mehr hinten dicht machen. Und wenn da mal einer reinfällt, da brauchst du vielleicht auch manchmal das Glück, dass so ein Schuss ins Getümmel einfach abgefälscht wird. Jetzt Moritz Littger mit dem nächsten Freistoß, der kommt nach vorne, wird nicht richtig rausgeklärt, nur so ein bisschen gestreift per Kopf und geht ins Seitenaus, sodass es Einwurf für den FC Hansa geht, fast schon an der Eckfahne. Und da wird jetzt Nico Neidhardt von Julian Riedel weggeschickt und der Ex-Kapitän, muss man ja jetzt sagen, Jule Riedel, sagt sich, nee, den mache ich selber, läuft jetzt aber richtig weit an und wirft ihn in den Strafraum. Da geht ein Oerdinger hin, kriegt ihn rausgeköpft. Bentley Baxter-Bahn geht zu Boden. Sven Sonnenberg will die direkt rausspielen. Schlecht. Aber in die Füße eines Oerdingers müssen wir aufpassen, dass es nicht zum Konter kommt. Aber abgefangen von Rosbach. Schön, sofort wieder auf Lukas Schärf gespielt. Lukas Schärf geht in den Mann rein, fällt leider in den Gegenspieler rein, sodass er nicht den Ball behaupten kann. Und die Oerdinger, aber du musst, also ganz ehrlich, da ist so wenig Interesse am Spielaufbau. Also der Ball war ja so schnell wieder weg. Da habe ich kaum gesagt, Lukas Schärf verliert den Ball, da hatten wir ihn schon wieder. Ja, dieser Dosenöffner, was wäre der wert hier? Ne? Also der wäre eine ganze Menge wert. Und damit auch unsere russischen Zuhörer und Herr Ponomariev das verstehen. Ne? Akreutje Chuchut, Akreutje Balschoy, also einen großen Dosenöffner brauchen wir jetzt hier für den FC Hansa Rostock. Ich muss gucken, dass ich heil nach Hause hier komme.
Ich muss gucken, dass ich mich irgendwie fernhalte von dir. Du bist mit dran, ne? Also ja. Entweder. Na, wir haben ja hier zum Glück diese Abstände. Dann kann man auch sagen, mit dem habe ich nichts zu tun. Ja, aber der sieht von hinten ja nicht, wer von uns beiden das sagt. Das heißt, er kann schon sagen, der Kleine mit dem graumelierten Bart, das ist der. Ne? Ja, ja, schon klar. Aber wenn ich Glück habe, sieht er mich ja gar nicht, weil ich so klein bin. So. Hey, mal wird gegrillt. So, jetzt guck mal da hinten hin. Da gibt es nämlich Einwurf. Lukas Scherf in den Strafraum rausgeköpft von Almuthat Seiten aus. Tim Almuthat, der uns gefühlt hier auch irgendwie jedes Jahr mit einem anderen Club über den Weg läuft. Ja. Und erneut über die linke Seite. Moritz Littger geht vorbei. Moritz Littger Richtung Grundlinie, wollte ich sagen. Und dann wird er weggedrängt, weggeschoben. So halblegal, würde ich sagen. Und das Ganze endet mit Abstoß. Abschuss vom Tor von Königshofer. Und da gibt es noch mal ein paar Worte. Und da gibt es auch einen Abklatscher von Littger und dem kahlköpfigen Riesen in der Abwehr der Uerdinger. Der schon ein, zwei Unsicherheiten hier hat aufblitzen lassen. Aber diesmal hat er seinen Körper doch ganz gut dazwischen gestellt. Der Edwinas Gerdwainis. Jetzt aber Pascal Breyer, schön mit dem Ballgewinn dort. Ja, Bahn spielt rechts raus auf den durchlaufenden Neidhardt. Schön, wie es im Training dort probiert wurde. Neidhardt jetzt mit der Flanke hinein in den Rückraum. Er ist so weit in den Rücken gespielt, dass er gar kein Weiß-Blauer mehr rankam. Also diese Flanke, die war nicht gut. Die war schlecht. Man muss es dann auch sagen, aber die war wirklich schlecht. Auch weil er eben einfach ja, relativ freie Position hatte. Er war nicht im Bedrängnis. Er wollte, glaube ich, sehr viel Schnitt geben, wenn ich das richtig gesehen habe. Der wollte wirklich die Flanke richtig reinschnibbeln und ist dabei verrutscht und spielt sie in den Rücken aller. Wo ich auch heute nochmal gespannt bin, wir haben nicht nur Standards mit dem Fuß geübt, sondern auch Standards mit der Hand, in Anführungsstrichen. Das heißt, wir haben aus Einwurfsituationen haben wir gewisse Muster herauskreiert, die wir aber nur von einem ganz bestimmten Punkt gemacht haben, in der gegnerischen Hälfte, Mitte der gegnerischen Hälfte. Mhm. Und da darfst du gespannt sein, weil das ist alles einstudiert. Gut, dann bin ich mal gespannt, aber da hatten wir jetzt noch nicht so viel Einwürfe. Nee, eben nicht. Deswegen, das wird auf einen geworfen, der lupft das über den nächsten und da läuft einer hin, obwohl keiner ist, aber du wirst es ja dann sehen, Herr. Ich bin gespannt. Es endet immer mit dem Tor. Es endet immer, das ist so endet diese, immer mit dem diese Tor. Todsichere Variante hat noch keiner entdeckt. Nee, du wirst es sehen. Wir brauchen nur, also einfach brauchen wir einen Einwurf. Jetzt zum Beispiel an dieser Stelle einen Einwurf. Das wär's. Mhm. Einfach mal den Gegner anschießen. Völlig sinnlos. Aber jetzt machen wir erstmal aus dieser Situation für ein Tor. Julian Riedel dort in der rechten Mittelfeldposition. Julian Riedel mit der Planke hinein auf Bahn verlängert. Oh, da kam Pascal Breyer nicht rein auf die Verlängerung von Bentley Baxter Bahn. Da wird der Ball aber nochmal abgefangen von Littger. Littger auf Scherf. Littger schärft an seinem Gegenspieler vorbei. Schärft mit dem Rücken zum Gegenspieler. Da lupft er einfach mal so rein. Bahn kommt nicht an den Ball. Ball rausgeschlagen. Schade. Ja, das war ein bisschen auf Verdacht gespielt von Lukas Scherf. So richtig hat da keiner mit gerechnet. Und am Ende fehlen dann so ein Meter für die Wechselbahn, um daran zu kommen. Lukas Schäfer mit dem Flankenball aus dem Halbfeld, flach in die Füße eines Gegners. Da kommen die Uerdinger jetzt mal mit drei Leuten nach vorne, aber der kommt auch schon der zweite Pass nicht mehr an. Also das ist ein ganz gefährliches Spiel. Die Uerdinger wirklich extrem harmlos, muss ich sagen. Und das wiegt dich so in Sicherheit. Und irgendwann kommt dann mal ein Pass an und es wird gefährlich. Also das ist schon extrem harmlos. Was ich so ein bisschen überraschend finde, dass so eine durchaus namhaft besetzte Mannschaft von Uerdingen, die auch sehr viel Geld ja in der Hinterhand haben, dass... Ja, sie zahlen ja jetzt hier 50.000 Euro für Großkreuz nicht mehr im Monat. Ne? Ja, der klagt doch aber. Ne? Ja. Hat irgendwie eine aber wenn du hörst, dass er 50.000 Euro mal verdient hat, dann denkst du schon, ob die mitbekommen haben, in welcher Liga sie spielen. Also. Naja, also das, aber zumindest ist so viel Geld da, dass die sich eigentlich eine Mannschaft hier zusammenkaufen könnten, die Liga zerschießt, aber die wirkt nicht so dominant hier, dass wir richtig Angst vor ihnen haben müssen. Nee, aber uns geht es ja auch vor allem darum, hier zu gewinnen heute. Uns ist ja ehrlich gesagt der Gegner völlig egal. Und die sind nur daran interessiert, hinten irgendwie kein Gegentor zu bekommen. Nach vorne kommt gar nichts. Aber man hat dann halt so dieses Gefühl der scheinbaren Sicherheit, die kommen ja eh nicht nach vorne. Und solange es 0-0 steht, ist das Kreuz gefährlich. Ja, damit dürften sie wirklich zufrieden sein. Die lassen jetzt auch so ein bisschen die Sicherheit hier im eigenen Passspiel vermissen. Also nach vorne hin war auch noch nicht so viel. Jetzt aber dort der Merschel, der schön den Ball mit der Brust dort annimmt, an seinen Gegenspielern vorbei will, aber nur den Sonner anschießt, geht über die Seitenauslinie Einwurf für unsere Gäste direkt in Höhe der Eckfahne. Da den wird er sicherlich noch ein bisschen weiter ins Feld hinein mitlegen, beziehungsweise in der Seitenauslinie mehr zur Mittellinie hin, damit er auch ein bisschen Möglichkeiten hat zum Einwerfen. Wirft dort weit ein. Merschel kommt nicht ran. Rosbach mit dem Kopfball. Bahn
wird umgechippt dort von seinem Gegenspieler. Markus Kolke sagt, ich will hier jetzt aber schnell rausspielen, geht aber nicht, weil der Schiedsrichter noch ein, zwei Worte dort zum Gegenspieler von Bentley Baxter Bahn zu sagen hat, zum Mann mit der Nummer 10, Kolja Pusch, weil er gesagt hat, das war nicht ganz so regelkonform, aber der Schiedsrichter ansonsten mit relativ wenig kniffligen Entscheidungen und auch noch nicht andeutungsweise irgendwie mal doll ermahnt oder eine Karte gezückt, also er lässt viel laufen, hat aber auch, glaube ich, noch gar keinen Grund gehabt, hier so viel zu ermahnen, weil, wie gesagt, das ganz, ganz harte, brutale Spiel ist es von beiden Mannschaften hier nicht. Ja, Nürmanns Rüben. Rückpass aus Sven Sonnenberg, hier rechts die öffnende, der öffnende Raum vor Jule Riedel, der dann in den Lauf von Vollmann spielen will. Da hat ein Oerdinger aufgepasst, Dorda war es. Und jetzt kommen die Oerdinger mal über drei Stationen, mal über die rechte Seite. Und dann ist sofort Heinz Mörschel am Umkippen. Das ist also, als wenn das gar nicht geht, bei ihnen über drei Stationen zu spielen. Das ist ja ein ganz komisches Spiel. Also da haben sie mal sich befreit, spielen den Ball auf Mörschel und der knickt unbedrängt einfach weg und kriegt den Ball nicht angenommen. Ganz merkwürdig. Das ist nichts Dickes, was die hier bringen. Herr Mann. Nee, aber es steht 0-0 und das ist das Problem, was ich damit habe. Das ist unser größtes Problem. Also offensiv findet Oerding aktuell gar nicht statt. So, jetzt Littka, Schärf, Doppelpassspiel. Schärf wieder auf Bahn. Bahn zieht einmal um die eigene Achse den Ball rechts rüber, ganz rüber zu Julian Riedel. Julian Riedel hat 20 Meter vor sich. Was könnte er machen? Den Ball aus dem Halbfeld flanken, flach in die Schnittstelle. Ah, da fehlt ein halber Schritt. Und der Ball kommt durch zu Corby Vollmann. Jetzt müssen wir aufpassen und Lümmerns Röben tut das auch, nämlich aufpassen. Fängt diesen langen Ball ab und jetzt müssen wir uns zurückorientieren. Jetzt kommen sie mal nach zurück, aber Bentley Baxter Bahn, schade, bei der Grätsche ausgerutscht. Jetzt wird es gefährlich, jetzt wird es ganz gefährlich. Da sind sie mit der 21 durch und dann wird, ja genau, Foul gepfiffen gegen Lukas Schärf, der in den Zweikampf geht. Der Bonnemarie zerlegt hinter uns den Sitz. Und irgendwas gab es da auszusetzen aus Oerdinger Seite. Oh. Sie fanden das nicht fair, aber wir kriegen den frei. Hast du es nicht knallen gehört? Der hat ihn, mit seiner ganzen Wucht hat er da auf die Bande vor ihm. Weiß er, dass der Bildzeitungsmann vor ihm sitzt? Also. Das stimmt, das sind ja nur anderthalb Meter. Also, da bin ich jetzt aber froh, das ein paar Meter. Aber da muss man sagen, die Bild ist nah dran. Ne? Ja, also ganz nah dran. Aber ich werde, glaube ich, also bei diesem Gefühl, ich werde jetzt nichts mehr in diese Richtung sagen. Das macht mir jetzt doch ein bisschen Angst. Also das war ja fast wie ein Böller hinter uns. Also nicht schlecht. Jetzt aber dort Littka, schön durch. Ja, Littka. Nee. Mensch, sieh doch mal auf die rechte Seite. Der Neidhardt läuft doch mit da. Junge. Er läuft doch mit. Aber wenn du als Littka den Ball so am Fuß hast, mit Tempo im 16er ankommst, ja, reinhauen oder rüberlegen, das ist die Frage. Rüberschießen, ja. Nee, Helmer. Schade. Er war doch mitgelaufen. Ja, er war ganz frei. Alle haben gesagt, schließen ihn jetzt rüber. Wenn er ihn reinsammelt, dann steht es 1-0, ja. Oder war es abseits? Ja, er muss ihn auf Neidhardt rüberlegen, denke ich. Also, ja. Aber du musst halt Vollspeed in die Entscheidung treffen und er hat das gut gemacht. Zwei Leute stehen lassen. Muss auch sagen, dass dort Corby Vollmann noch hat ihm auch noch den Gegenspieler weggezogen, die Lücke geöffnet, eigentlich alles perfekt für einen Torschuss vorbereitet. Aber Neidhardt steht noch besser. Und er steht nicht im Abseits, ganz klar nicht im Abseits. Ne? Also das war eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Also das ist schade, ein Tick zu eigensinnig. Lukas Schärf, schade. Da setzt er nach, will Richtung Eckfahne gehen, noch verhindern, dass sie den Ball ins Ausgehen lassen, die Oerdinger. Und kann es nicht verhindern, dass es Abstoß von Lukas Königshofer gibt. Ja, die 44. Minute läuft ganz klar, das Spiel dominiert durch Blau-Weiß. Klare Feldvorteile, spielerische Vorteile. Wir haben Abschlussaktionen, wir haben jetzt eben tatsächlich, also wir haben diese Kopfballchance von Rosbach, die vorbeiging. Wir haben jetzt die Chance, Littka, wo er selber schießt, statt abzulegen. Also wir hatten zwei, drei gute Möglichkeiten. Was uns fehlt, ist A, ein Tor und B, vielleicht auch das Glück, dass der Ball einfach reinrutscht. Ja. Wir nähern uns immer mehr an, aber du musst halt das Tor ausschießen. Richtig. Littka noch so ein bisschen unglücklich in den Abschlüssen jetzt. Ansonsten durchaus technisch auffällig, muss man sagen. Das macht er nicht schlecht. Aber der Abschluss vorne, ne? Pascal Breyer noch eigentlich mit gar keiner richtigen Abschlusschance wurde. Na, die eine, verdient, wo er den Ball annimmt und dann abgedrängt wird, wo du auch gemeckert hast. Ja, aber sowas. Aber du, mein Meckern vergesse ich dann ganz schnell. Ich erinnere mich nur an die schönen Sachen zum Schluss. Das ist so wie mit der Vergangenheit, wird immer verklärt. Damian Rosbach klärt.
Klärt. Fall. Zum Einwurf für Oerding, das ist jetzt die 45. Minute, die läuft. Viel Grund zum Nachspielen wird es nicht geben. Einwurf ausgeführt. Da kommen sie nochmal vielleicht in Flankenposition, müssen wir aufpassen. Tim Albutat, der liegt aber weit zurück auf Gino Fechner, der zu Dorda, das Ganze weit links hin. Jetzt kommt von Dorda so eine Flanke aus dem Halbfeld. Nein, auch nicht. Wieder zurückgelegt. Und sind sie wieder angekommen beim letzten Mann. Und wenn der jetzt, nee, der wechselt nochmal komplett die Seite. Rechts rüber, abgelegt, abseits. Ja, also sie haben den Ball mal 7-8 Stationen gehalten, um ihn dann doch am Ende in Abseitsposition zu befördern. So, dass es Freistoß gibt für den FC Hansa Rostock in der eigenen Hälfte raus. Weiter Ball von Markus Kolke nach vorne. Da ist Corby Vollmann zwei Köpfe kleiner als sein Gegenspieler. Und diese Gelegenheit nutzt der Schiedsrichter Nicolas Winter, um zur Halbzeit zu pfeifen. Ja, man kann nicht so viel aussetzen. Wir haben es im Griff, wir spielen es gut. Wir machen auch wenig leichte Fehler. Was uns fehlt, ist das Zwingende im Abschluss. Vorne nochmal der Pass, der die Abwehr auseinanderhebelt. Die Flanke, die butterweich und genau kommt, vielleicht auch der Standard, der perfekt ausgeführt wird, oder der Schuss, der eben einfach sitzt. Ja, es ist ein schwieriges Spiel, es ist ein dickes Brett zu bohren, und wir dürfen uns nur nicht in Sicherheit wiegen lassen von den extrem harmlosen Oerdingern. Es steht 0-0, und ich glaube, ja, Jens Hertel weiß genau, was zu sagen ist. Wir hören uns in 15 Minuten wieder. Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Wir wollen euch singen, FC Hansa Rostock. Ich liebe dich total, du nur tausendmal. Ich singe FC Hansa Rostock. In Rostock Fußball gucken, vorher in der Ostsee baden. Wer kann schon vor sich sagen, dass er diese Korken nicht kennt? Denn wenn es so ist, hat er nicht nur seine Schule verpennt. Gut oder schlecht steht hier gar nicht zur Debatte. Wir tragen Fußballschuhe, nicht Anzug und Krawatte. Egal ob tätowiert oder die Hautfarbe. Nach 90 Minuten
Minuten sagen wir, dass wir zu Hause waren. In unserem Stadion, auf unserem Bolzplatz, wird einfach gefordert, dass hier jeder etwas Stolz hat. Denn wenn es heißt, du hast bei Hansa unterschrieben, sind 100% Dicker leider untertrieben. Das hier ist unsere Hafenstadt, unser Herzblut, blau, blau. Weiß mir egal, ob du dich schwer tust, unser Stolz, die Geschichte. Schrei's einfach raus, mit Herz für Hansa. Das hier ist unsere Hafenstadt, unser Herzblut, blau, blau. Weiß mir egal, ob du dich schwer tust, unser Stolz, die Geschichte. Schrei's einfach raus, mit Herz für Hansa. So viele Steine im Weg, doch was wurde draus gemacht? Im Endeffekt haben wir das bis jetzt immer geschafft. Das ist kein Glück, das ist Bruderschaft, Familie. Weil ohne Hansa Rostock hier ein ganzer Haufen fehlen wird. Ich sage ja, bis ich 100 bin und länger. So wie die unendliche Anzahl der Anhänger. Ich meine, was ist Liebe? Eigentlich selbst erklärt. Wenn man nach Regensburg locker auch am Mittwoch fährt. Jetzt gehen und zu sagen, alles Versager, ja wir stehen zu deinen Farben. Und tragen deine Fahne auf ewig. Aufgeben geht nicht, das ist wie ein Eheversprechen. Denn die andere Seite zählt auf dich. Das hier ist keine Bitte, sondern Interpretation. Für die S-Bahn Rostock ist noch lange hier nicht Endstation. Ja, wir sagen, ja, wir lieben. Wir wollen mit dir noch so vieles erleben. Das hier ist unsere Hafenstadt, unser Herzblut, blau. Weiß mir egal, ob du dich schwer tust. Unser Stolz, die Geschichte. Schreit einfach raus, mit Herz für Hansa. Das hier ist unsere Hafenstadt, unser Herzblut, blau. Weiß mir egal, ob du dich schwer tust. Unser Stolz, die Geschichte. Schreit einfach raus, mit Herz für Hansa. Natürlich ein Massenauflauf, ein Gedränge vorne mit bei. Und lieber Alexander Stefanovic, jetzt zeig doch mal, dass du diese Verpflichtung wert bist. Bring mit deinem goldenen Füßchen den Ball auf irgendeine Rübe da vorne. Der Ball ist freigegeben, Stefanovic rein, Kopfball und das Ding ist das Rennen. Ja, 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 das Ding ist drin, das Ding ist drin, das Ding ist drin. Weiter. Das hier ist unsere Hafenstadt, unser Herzblut, blau, blau. Weiß mir egal, ob du dich schwer tust. Unser Stolz, die Geschichte. Schreit einfach raus, mit Herz für Hansa. Das hier ist unsere Hafenstadt, unser Herzblut, blau, blau. Weiß mir egal, ob du dich schwer tust. Unser Stolz, die Geschichte. Schreit einfach raus, mit Herz für Hansa. So gerecht, wirst aber gut zugerecht. Kriegt auch noch die gelbe Karte. Das ist doch sowas von scheißegal. 2:2. Ja, wir verarschen euch nicht. Es steht wirklich 2:2 hier im Stadion. Oh mein Gott, ist das ein geiles Spiel. Der FC Hansa Rostock ist da. Er lebt, er lebt. Wir sind wieder da. FCA. Ich könnte heulen. Ich könnte heulen. Wer war's eigentlich? Ja, na klar, ich lass es mir nicht nehmen, ja zu sagen. Ja zu sagen, ja nach all diesen harten Jahren. Ich ist die Flagge wie der Lenz auf dem Mond. Mann, ohne Hansa Rostock wäre halb Deutschland tot. 1,965, scheiß auf den Wert. Mach es einfach, tu es einfach, tu dich nicht so schwer. Es ist ein Haken, nur ein Satz, nur ein Wort. Wenn schon nicht für uns, Mann, dann tu es für den Sport. Es ist ziemlich schwer, doch leider nicht fair. Große Clubs machen es vor, Schulden weg, so wie ein Zauberer. Keine Ahnung, ist nicht unser Bier, nur Beispiel. Doch ohne hitzige Stimmung wird ganz Rostock geil. Es war nicht viel diese Saison, oh Gott. Nein, Mann, sie war mager. Doch ich mach's wie Bertolt Brecht und mach jetzt diesen Ja-Sager. Zeig die Faust, zeig das Schiff für die Herzen hier. Das darf niemals passieren. Wir sind Hansa und das leben wir.
Hallo liebe Heimat, ich muss kurz was fragen. Wo ist deine Liebe für Verein und Fans? Wir tragen unser Herz im rechten Fleck und dreimal darfst du raten. Wir stehen zu der Flotte, unser Kogge hier im Hafen. Ey, die einzig wahren Farben bleiben da weiß-rot. Und die zeigen wir mit Stolz. FCH ist Tradition, trag aus Liebe das Trikot und singe unsere Hymne. FCH bis in den Toten, das hat auch seine Gründe. Bin in Mecklenburg geboren, wurde so zu Meck gefroren. So habe ich meine Liebe zu der Heimat nie verloren. Ey, jetzt gibt's das auf die Ohren, das Stadion erhebt sich. 30.000 Fans singen mit, besser geht's nicht. Von 1965 bis für immer und ewig, das auch in der dritten Liga. Mann, ich fieber mit, versteht sich doch bitte wie von selbst. Das ist sicher wie eine Rüstung, doch für diesen einen Moment brauch ich eure Unterstützung. Und so singe ich FCH, Hansa Rostock, Ole, lass die Kogge auf See. FCH, ist doch klar, ich sage ja. FCH, Hansa Rostock, Ole, lass die Kogge auf See. FCH, ist doch klar, ich sage ja. Alles probiert, Schach und Eishockey. Beim Eiskunstlaufen haben wir uns blamiert, dann kam uns ne Idee. Wir kauften uns ein paar Fußballschuh für 23 Mark. Jetzt rackern wir im Fitnessraum und joggen durch den Park. An der schönen gibt es einen Fußballverein, der heißt FC Hansa, und da wollen wir rein. Wir hatten Termin beim Präsidenten, waren vorher beim Friseur. Wir haben uns von Bier und Wein getrennt, das fiel uns wirklich schwer. Jetzt sind wir richtig durchtrainiert und fühlen uns riesengroß. Heute wird der Gegner abserviert und jetzt geht's los. An der schönen Ostsee gibt es einen Fußballverein, der heißt FC Hansa, und da wollen wir rein. An der schönen Ostsee gibt es einen Fußballverein, der heißt FC Hansa, und da wollen wir rein. Tja, vielleicht im nächsten Jahr sind wir wieder da, denn auf die Dauer ist doch klar, braucht uns der FCH. An der schönen Ostsee gibt es einen Fußballverein, der heißt FC Hansa, und da wollen wir rein. Hey! An der schönen Ostsee gibt es einen Fußballverein, der heißt FC Hansa, und da wollen wir rein. Hey! An der schönen Ostsee. Tor, Tor! Gibt es einen Fußballverein, ah, das war doch unser Tor. Der heißt FC Hansa. Gib doch mal ab! Und da wollen wir rein. Was? Hier gebe ich weg! Ich komm jetzt über die Flügel! Aber nicht so schnell, ich kann ihn doch gar nicht sehen. Gib ab, gib ab, Laola. Wer ist denn Laola? Faul, Rüpsia. Faul? Ich krieg nix. Wir wollen euch siegen, singen FC Hansa Rostock.
liebe dich total, du nur tausendmal. Ich singe FC Hansa Rostock. So, beide Mannschaften sind wieder da. Wir auch. Und der Schiedsrichter wartet noch kurz, guckt auf seine Uhr, stimmt sich ab mit seinen Assistenten. Anstoß in der zweiten Halbzeit hat der KFC Uerdingen, nachdem wir in der ersten Halbzeit anstoßen durften. Auf den ersten Blick personell keine Änderung zu sehen beim FC Hansa Rostock. Die zweite Halbzeit läuft in diesem Moment. Und der KFC im Ballbesitz in der eigenen Hälfte. Spielt sich da erstmal 3, 4, 5 Mal den Ball zu. Ja, ich habe die Halbzeitpause insofern genutzt. Michael Wiemann ist hier im Stadion. Rechts vor uns sitzt er da. Mit Sohnemann ist er hier gekommen. Er sagt also, ein, zwei Mal ist er im Jahr hier, um sich ein Spiel anzugucken. Hat ein Vollbart, also ist kaum zu erkennen. Dort hinten, Helmer, ich zeig dir mal, da bin ich mit dem Finger, braune Lederjacke dort, Basecap und blonden Vollbart. Das ist Michael Wiemann. Michael Wiemann. Jetzt aber Vorsicht, die Uerdinger dort in der Vorwärtsbewegung schön rausgeklärt. Also wollen wir jetzt nicht über die alten Kamellen sozusagen hier diese Vorwärtsbewegung der Uerdinger, die jetzt doch ein bisschen ja, präsenter aus der Halbzeit hier rausgekommen sind. Das war das Gefährlichste, was sie bis jetzt im Spiel zustande gebracht haben, dieses leichte Gewusel im 16er mit der nächsten Flanke dann. Und ich weiß auch, woran es liegt, Helmer. Ich sehe nämlich einen Mann im Stadion nicht und ich glaube, ich weiß, wo er war. Herr Ponomarev ist noch nicht auf seinem Platz und er ist dafür bekannt, dass er in die Kabine geht. Und wahrscheinlich hat er die entsprechenden richtigen Worte gefunden. Hat seine Kumpels schon angerufen. Guck mal, ob Krämer noch da ist. Ja, er ist noch da. Ja, eine Halbzeitpause feuern, das gibt es nicht so oft. Da steht 0-0. Also der KFC hat, was für ein Auswärtsspiel hier. Also das ist die Maximalausbeute, die sie hier haben konnten. Also ein Tor konnten sie so nicht schießen. Und mit 0-0 in die Pause gehen, da kannst du, ja, mehr war nicht drin. Und sie stehen halt tief, zerstören, wo es geht. Und jetzt schießt Rosbach dort den Zehner. Das ist Kolja Pusch an. Es gibt Einwurf für den FC Hansa Rostock. Jetzt rücken sie mal raus. Jetzt sind die Uerdinger tatsächlich etwas mutiger, stellen dort Mitte unserer Hälfte diesen Einwurf zu. Auf der linken Seite Lukas Schärf beim Einwurf. Und da sind die Uerdinger jetzt mit 7 Feldspielern in der Rostocker Hälfte. Der Ball kommt aber sofort in die Uerdinger Hälfte. Kopfballduell, Kopfballduell, Kopfballduell. So geht das dreimal. Dann landet der Ball vorne bei, ja, einem Uerdinger, der von Löhmanns Röben dann attackiert wird. Und der Ball landet wieder in unseren Reihen. Jetzt Vorsicht, Fehlpass. Und zum Glück gibt es am Ende nur einen Wurf. Aber ein Foulspiel hat dort vorgelegen von Neidhardt, weil dieser Ball von Riedel ein bisschen in den Rücken gespielt war, sodass Nico Neidhardt nicht an den Ball kam. Einwurf für die Uerdinger, schnell ausgeführt nach hinten hin. Vielleicht haben wir jetzt so einen Ticken den Vorteil, dass jetzt der Gästekeeper
richtig in die tiefstehende Sonne gucken muss, plus Flutlichtscheinwerfer. Jetzt kommt er aber aus seinem Kasten raus, schlägt den Ball dann auch noch weit nach vorne. Rosbach kommt dort nicht zum Kopfball dann hin. Jetzt wird Rosbach gefoult und kriegt den Freistoß, nachdem er unterlaufen wird. Und dieses an die Stirn fassen, selbst wenn man dem Schiedsrichter nicht ins Gesicht guckt, das hat bei anderen Schiedsrichtern auch schon mal... Nein, er kontrolliert doch nur den Helm. Nein, das war nicht bei Rosbach. Es war der Mann mit der Nummer 10, der Kolja Pusch, der... Ach, wieso, der kontrolliert den Helm? Nee. Nein, also der hat hier sich mehrfach darüber aufgeregt, dass Rosbach, der natürlich sich auch an den Kopf gefasst hat, aber dass der eben dieses Foulspiel ja nur geschauspielert hat. Und dementsprechend hätte der Schiedsrichter, der jetzt die Hand auch vor Augen nimmt, weil er den Ball gar nicht sehen kann, doch auch durchaus mal eine Karte zücken können. Langer Ball jetzt von Kolke nach vorne, aber der war nicht so genau, den konnte Pascal Breyer nicht erwischen. Lukas Scherf mit der Balleroberung fast zumindest. Und jetzt muss Sven Sonnenberg den rausgeschlagenen Ball seinerseits mit Wucht wieder zurück befördern. Einwurf für Uerdingen. Einwurf für Uerdingen. In der Uerdinger Hälfte, das ist Mitte der Uerdinger Hälfte. Nicht für uns leider, sonst könnte man dein sicheres Tor sehen, was du mir in der ersten Halbzeit erklärt hast. Ja. So aber wirft Leon Schneider ein. Und er geht, bevor er einwirft, nochmal 10 Meter, wirft dann nach vorne zu Damian Rosbach, der den Ball unter Kontrolle bekommt, dann den Gegenspieler anschießt. Einwurf jetzt für Hansa Rostock. Aber Höhe des eigenen 16-Meter-Raums, da sind die Uerdinger jetzt wieder auf dem Weg nach vorne, Rücken auf, stellen zu. Dieses Prozedere kennen wir schon. Lukas Scherf wirft ihn dann Richtung Mittellinie auf Löhmannsröhm, Löhmannsröhm auf Breyer. Breyer legt ihn in die Mitte, der kommt gar nicht schlecht, aber er kommt nicht durch. Schade. Dafür, dass er doch mit wahrscheinlich Low-Look gespielt hat, war das gar nicht schlecht. Wenn der noch ein Tick schärfer gewesen wäre, dann wäre das ein richtig cooler Pass auf Nico Neidhardt geworden. Jetzt Lukas Königshofer mit dem langen Ball in die Mitte. Ah, schade. War gut. Aber war gut. Doch erfolgreich, wollte ich gerade sagen, und dann wird Littger festgehalten. Also wenn man zurück mit der Brust etwas abgerutscht, die Ablage auf Littger, der dreht sich um den Gegner, wird festgehalten. Freistoß Maurice Littger, beziehungsweise FC Hansa Rostock nach Foul an Littger. Und Littger, ja, nach dem Festhalten geht er erstmal weg und lässt Bentley Baxter Bahn den Ball. Wir müssen uns noch einigen auf die Sprachregelung. Bei Becks. So. Ich sag Bahn. Oh, was war denn das? Das war ein ganz übles Ding. Das war Julian Riedel, ne? Julian Riedel, ein ganz übles Ding in den Lauf von dem Gegenspieler und er kann das Ganze noch retten über die Seitenlinie. Ja. Jetzt muss ich erstmal Luft holen. Die größte Chance der Uerdinger aufgelegt durch einen Rostocker, nachdem Julian Riedel dort an der Seitenlinie den Ball zurückspielen wollte zu Sven Sonnenberg. Aber der ist so kurz geraten, dass der Gegenspieler reinspritzen konnte. Abseits. Und dadurch wurde es sehr unangenehm auf einmal. Ja, das Ganze war allerdings auch schon über die Mittellinie. Das heißt, Riedel war schon in der gegnerischen Hälfte. Wir hatten noch zwei Mann hinter dem Ball, nämlich Sonne und Rosbach. Gefährlich war es deswegen, weil die Uerdinger mit drei Mann auf die zwei Mann zuliefen, aber dann ist auch Riedel zurückgeeilt und die Uerdinger haben es nicht optimal gelöst und so haben wir relativ schnell das Ganze bereinigen können und beim zweiten Angriffsversuch der Uerdinger war es dann abseits. Aber solche Unsicherheit von Julian Riedel, die bin ich gar nicht gewohnt. Er hat ein bisschen in den Rasen getreten, war so mein Eindruck, weil ansonsten, der Ball war ja einfach nur unglaublich kurz, also macht ja so keinen Sinn. Langer Ball von Kolke auf Vollmann. Vollmann verlängert per Kopf. Dann eine Kerze von Stefan Welkow. Der Ball geht nicht ins Seitenaus. Der tanzt da auf der Seitenauslinie. Und dann köpft Breyer ihn an. Es gibt Einwurf für Hansa. Schnell ausgeführt. Oh, was? Was? Kein Never! Fall. Das war mindestens Freistoß. Bentley Baxter Bahn geht ins Duell, geht zu Boden. Der Schiedsrichter sagt weiterspielen. Und jetzt liegt in der Rostocker Hälfte irgendein Uerdinger. Und da geht er hin und unterbricht das Spiel der Schiedsrichter und lässt die Betreuer raus. Ja, also wenn das kein Freistoß war, Helmer, also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, naja. Und als Konsensentscheidung, das Spiel zu unterbrechen sozusagen, weil der Spieler außerhalb des Spielgeschehens dort hinten liegt, na gut, der Schiedsrichter muss es ja in Anführungsstrichen unterbrechen. Aber er hat ihn doch, da lässt er sich doch nicht fallen. Na, da hat er den Arm ausgefahren, definitiv. Das können wir uns nochmal in der Zeitlupe angucken, aber der Arm ausgefahren gegen Bahn und Bahn nimmt diesen ausgestreckten Arm entgegen. Vielleicht war das dem Schiedsrichter, dass er sagt, du, der Arm hätte dich nicht zum Fallen bringen können, aber der Arm ging deutlich in Richtung Baxter Bahn. Das hätte meiner Ansicht nach definitiv Freistoß geben müssen. Und das war eine sehr, sehr gute Position hier. Das ist ein Foul, ganz klar. Am Fuß erwischt er ihn eindeutig. Und oben der Check. Ganz, also ein völlig klares Foul, auch total absichtlich, weil er einfach völlig zu spät kommt, der Uerdinger Feld. Also
blitzsauberes Vollspiel, um es mal so zu formulieren. Und der Schiedsrichter sagt, weiterspielen. Ball, was denn eigentlich? Ball gespielt bestimmt nicht und nicht getroffen auch nicht. Also ja, so geht es also weiter mit Ballbesitz Hansa. Langer Ball nach vorne. Was gibt's jetzt? Das habe ich nicht verstanden. Abseits oder? Vollspiel. Vollspiel von Neidhardt? Okay. Aber eigentlich kann es nur Abseits gewesen sein. Ich wüsste jetzt nicht, wo das Foul war, aber gut. Es endet mit Freistoß für Uerdingen. Die mit dem langen Ball nach vorne, den Ball aber umgehend, ja, da gibt es zwei. Nee. Zusammenprall, Sonnenberg gegen seinen Gegenspieler, 5 Meter in der Rostocker Hälfte, jetzt Freistoß für Uerdingen. Jetzt ist es verfahren, die letzten 2-3 Minuten. Aber es kommt nur dem Uerdingen entgegen, dass das so ein bisschen zerhackt wird, das Spiel, ne? Ja, es war ja eh schon nicht so sehr flüssig, aber dann ist es, ja, jetzt ist der Level richtig runtergefahren, ja. Und das kommt natürlich der Mannschaft, die nicht so gut Fußball spielt aktuell, durchaus entgegen, wenn es hier dann noch zerhackt wird und sozusagen unser Spielfluss immer weiter unterbrochen wird. Und ja, sie halten zumindest dadurch das Geschehen jetzt auch von ihrem Kasten dort etwas fern. Mal gucken, wie die Offensivbemühungen sein werden, ob sie das jetzt weiter aktivieren oder ob sie einfach auf ein 0-0 gehen. Nee, also zumindest werden sie hier offensiver. Sie sind im Strafraum, es wird nochmal quergelegt und zum Glück kommt dort kein Gelber mehr an den Ball und Lukas Scherf muss klären. Also so richtig gefällt mir das Spiel in der zweiten Halbzeit noch nicht. Nee, es ist nicht so, dass wir sagen, okay, wir haben aufgebaut auf die solide, wenn auch nicht sehr zwingende erste Halbzeit und würden jetzt mehr Druck machen. Es ist eher so, dass es jetzt richtig zerfahren ist und die Uerdinger dadurch ja, nicht mehr gerade mit berauschenden Spielzügen, aber irgendwie Richtung Strafraum kommen. Jetzt haben sie schon zweimal den Ball flach in den 16er spielen können. War kein Abschluss gehabt, aber ja, Tendenz fallend, würde ich sagen. Da muss schleunigst sich was ändern. Jetzt pressen sie auch vorne, guck mal. Also vielleicht haben sie sich das so als Taktik für die zweite Hälfte aufgehoben. Uiuiuiui. Da wird einem immer so ein ganz bisschen warm hier in der Hose, wenn man dann das sieht, dass die Gegner uns hier sozusagen so anlaufen und wir dann ja hinten so ein paar Pässe zurück mit Markus Kolke spielen und so, noch können wir uns ganz gut befreien, aber du siehst sie, durch dieses forschere Auftreten erobern sie die Bälle und auch wenn dieser Pass jetzt wirklich richtig schlecht war von Feigenspahn, einen nämlich einfach mal über die Auslinie gespielt dort, dann ist es doch so, dass wir hier aus unserer Hälfte nicht mehr rauskommen. Ja, genau. Ja, es ist jetzt einfach momentan sehr zerfahren und unser Spiel hat darunter noch mehr gelitten, habe ich den Eindruck. Jetzt verliert dort Lillmanns Röben Kopfballduell gegen zwei Gegenspieler und jetzt laufen wir tatsächlich etwas mehr hinterher. Ja, jetzt kommen sie da über die halblinke Position, legen ihn einmal links raus, dann zwar geklärt von Lillmanns Röben, der macht das gut und kriegt dann mit viel Verzögerung den Abseits für sich, sprich Freistoß FC Hansa. Da muss man aber nicht mehr abseits pfeifen. Wenn wir den Ball haben und das Spiel wieder aufbauen wollen, dann kann man ja auch... Ja, da war ja gar kein Uerdinger an den Ball gekommen. Naja. Ja, so richtig Spaß macht das, die 10 Minuten jetzt hier nicht so zu gucken. Also war die erste Halbzeit, wenn auch noch nicht extrem dominant, aber doch zumindest war ein bisschen wohler ums Herz. Jetzt müssen wir schnellstmöglich ein bisschen Struktur reinkriegen und auch unsere Sicherheit und auch die Bälle wieder so nach vorne tragen. Uns hat ja eigentlich in der ersten Halbzeit nur der Abschluss gefehlt. Dieses letzte Fünkchen Glück da vorne. Jetzt geht Rosbach mal mit nach vorne. Rosbach an 3-4 Gegenspielern vorbei. Schön an der Seitenlinie auf Scherf. Scherf nochmal weiter. Der war nicht aus. Der war nicht aus, der Ball. Lieber Linienrichter, der Ball war nicht aus, also wir saßen ja nun mal direkt daneben. Es kann natürlich sein im Flug irgendwie von Rosbach, aber Flug. Aber ansonsten, Helmer, war der Ball nicht aus, sorry. Das ist jetzt aber wirklich ein paar komische Entscheidungen. Das Weiße ist doch die Linie, ja. So habe ich es gelernt. Also. Der Linienrichter steht ja auch auf der Linie und der wird es dann schon ein bisschen genauer gesehen haben als wir. Für uns ist das nicht aufzulösen, wo der Ball aus war. Das sind so jetzt zwei, drei kleine Entscheidungen, die unglücklich gegen uns laufen. Aber wollen wir uns mal nicht jetzt beschweren, die waren noch nicht spielentscheidend. Jetzt aber der Ball dort, Bahn, schön weitergelegt auf Lillmanns Röhm. Lillmanns Röhm mit dem langen, langen Ball rüber auf Neidhardt. Neidhardt muss aber zurücklegen, weil Markusson ihm da quasi ja im Nacken stand. Jetzt Riedel mit dem Spielaufbau, kann aber nicht nach vorne spielen und jetzt wird Lillmanns Röhm angegangen, der kann den Ball nach vorne spielen, aber das war einfach nur mal eben so aus der Bedrängnis raus, den konnte er nicht kontrolliert spielen, jetzt verliert er ihn dort im Aufbau, weil er quasi fast alleine dort gegen die Gelben gespielt hat, also das war doch sehr, sehr unglücklich jetzt in der Strafraum
Situation und wird dort der Scherf angeschossen. Nein, Ecke. Abstoß. Oh, das die gleiche Wahrnehmung wie eben bei dem. Der Linienrichter hat, glaube ich, heute nicht seine Brille auf. Also der Ball hier war meilenweit nicht im Aus. Dieser Ball ist abgefälscht von Lukas Scherf. Irgendwie hat der Kollege hier... Hat ein Problem, der Kollege, ne? Hä? Merkwürdig. Der ist wohl noch nicht so lange dabei. Oder er hat einfach die falschen Kontaktlinsen drin oder gar keine. Also er fasst sie auch immer wieder ans Auge. Es könnte sein, dass er einfach ein paar Schwierigkeiten hat. Jetzt aber nach vorne Littger. Littger wird abgegrätscht. Schade, Littger holt sich den Ball wieder. Aber Littger kriegt den Freistoß gegen sich. Gepfiffen. Jetzt wird es ein bisschen nickelig hier. Wir tauschen, wir machen einen Doppelwechsel. Hämmer. Ja, so sieht's aus. Kommt da etwa unser Neuer? Sieht auf jeden Fall nach Schulz aus. Schulz. Der kommt auf jeden Fall. Es ist Gianluca Schulz, kommt für Corbinian Vollmann. Das ist, glaube ich, positionsgetreuer Wechsel auf der rechten Seite. Ja, und es kommt Luca Finn Horn für Maurice Jerome Littger. Wir tauschen also die Flügel einmal komplett aus. Littger raus, Vollmann raus, Schulz rein, Horn rein. Und Schulz und Horn sind die Schnelleren. Also, herzlich willkommen, Luca Horn beim FC Hansa Rostock. Erster Einsatz. Erster Einsatz, und wenn man seine Historie schaut, ist er gar nicht so der Goalgetter, aber er hat unheimlich viele Assists. Das heißt also, der Mann ist für die Vorlagen zuständig. Jetzt gleich mit seiner ersten Ballberührung, Löhmannsröben aber auf Bahn. Bahn muss jetzt rechts rausspielen oder sich irgendwie trennen von dem Ball. Das waren zu viele Gegenspieler da. Uiuiui, da war es ein bisschen eng. Insofern war es gut, dass Bahn auf Rosbach, Rosbach auf Kolke und wir jetzt über rechts, wo ein bisschen Platz ist, über Julian Riedel, der jetzt nach vorne stiefelt. 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter an der Mittellinie. Jetzt Mitte rein auf Bahn. Jetzt wird Riedel aber nicht angelaufen. Jetzt kommt der Ball nach vorne auf Schulz. Schulz ist doch schnell, eben noch gesagt, aber so schnell ist er dann nicht. Jetzt die Oerdinger dort, ja, das war auch wieder sehr unglücklich. Zum Glück für uns, dass Gino Fechner dort den Ball nur über die Seitenauslinie gebracht hat. Jetzt Riedel auf Schulz. Schulz jetzt nochmal im Doppelpass mit Bahn. Bahn wird angegangen von zwei, drei Spielern. Da muss ihm doch einer helfen. Tun sie auch. Löhmannsröben, unglücklicher Pass dort. Zack, zack, bum, bum. Einwurf, FC Hansa Rostock von der rechten Seite. Und jetzt, Helmer, jetzt kannst du mal hoffentlich jetzt eine Einwurfvariante sehen. Meistens hat Neid hat eingeworfen und auf wen? Ja, sie laufen auch dorthin und jetzt muss der Lupfer kommen von Pascal. Handspiel. Jetzt muss der Lupfer kommen von Pascal Breyer und wir kommen gar nicht in diese Variante rein, Helmer. Schade. So sah sie vermutlich nicht aus. Nein. Die du geplant hattest. Handspiel war nicht dabei, das stimmt. Zumindest nicht vom eigenen Spieler. Ja, man merkt auch, das Publikum ist ein bisschen ruhiger geworden hier. Ne? Also eine Stunde jetzt rum hier im Ostseestadion. Das Spiel kann noch nicht aus unserer Sicht an die erste Halbzeit anknüpfen, wo es doch deutlich mehr in Richtung Oerdinger Tor ging. Also diese Viertelstunde ist jetzt quasi ausgeglichen mittelmäßig von beiden Mannschaften. Jetzt aber vielleicht mal Schulz schickt dort Breyer steil und der rutscht mit Ball ins Seiten aus. Also, so zwei, drei Ansätze, aber noch nicht so, dass wir da was zu Ende spielen aktuell. Jetzt haben wir dann 60 Minuten rum, 61. ist rum. Einwurf abgefangen, Jule Riedel, hui, trifft den Ball nicht so, wie er möchte. Ball geht wieder in Seiten. Ach nee, er prallt im Spielfeld auf und dann geht er ins Aus. Und so werfen die ganz gelb gekleideten Oerdinger den Ball wieder in die Rostocker Hälfte. Da gibt es ja wieder einen Einwurf. Puh. Also die Oerdinger setzen hier auf Lufthoheit, wenn du auch guckst vorne, ja, ganz schön viele lange Kerls mit bei. Das heißt, sie wollen sich irgendwie nach vorne mogeln, um dann den Ball hoch auf ihre Spitzen zu spielen. Oder sie sitzen auf Standards oder wie auch immer. Also da sollten wir tunlichst Defensivstandards hier vermeiden gegen uns, dass wir da nicht irgendwie in eine Bredouille kommen, denn dass doch noch einer reingemurmelt wird. Jetzt hier die Pressing-Situation so ein bisschen vorne. Horn noch... nicht angespielt worden hier auf unserer Seite, jetzt aber Einwurf für uns, den Lukas Scherf oder den Rosbach machen wird. Nee, Rosbach geht mit nach hinten, kriegt den Ball jetzt eingeworfen. Ich möchte jetzt gerne mal den Horn hier so ein bisschen ein-, zweimal durchstarten sehen mit irgendeiner schönen Flanke nach innen auf Breyer. Das würde mir jetzt gefallen.
Ja, aber dazu musst du den Ball oder beziehungsweise den Spielaufbau auch erstmal so in die Richtung bringen. Jetzt kommt ein langer Ball von Sonne links raus zu Lukas Schärf. Der war gut gespielt. Lukas Schärf zieht ihn nie mit dem linken Fuß. Lukas Schärf, was macht er? Mit flach vor das Tor. Jetzt müssen wir aufpassen. Pascal Breyer holt sich den Ball, spielt ihn rechts rüber zu Nico Neidhardt. Nico Neidhardt, Flanke diesmal besser bitte. Der Ball kommt an den Fünfer, wird rausgeköpft, aber Breyer geht hin, versucht ihn zurückzuholen. Breyer wird bearbeitet dort. Dann klären die Oerdinger irgendwie und Julian Riedel mit dem zweiten Ball auf Rümanns Röben, der mit der Hacke rausgespielt. Da geht, Schulz, da kommt er nicht hin. Aber vielleicht Neidhardt, schön gemacht in die Mitte und im letzten Moment vor Pascal Breyer klärt dort ein Oerdinger zum Eckball. Aber da war aber Tempo drin und Julian Riedel war das, der da diesen Ball noch von der Torauslinie in die Mitte gekratzt hat. Das war der Wille von Julian Riedel, hat diese Ecke am Ende rausgeholt und jetzt sehen wir dort beim Eckball schon Luca Horn mit Bentley Beckstermann. Ja, weil Littger raus ist, ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Horn nach so kurzer Zeit bei uns schon Standards treten darf. Er macht ihn kurz auf Bahn wieder kurz auf Horn. Jetzt sind wir in der Flankenposition. Horn mit der Flanke hinein, rausgeköpft. Gianluca Schulz mit einer Kerze hochgeköpft. Jetzt müssen wir gucken, dass wir diesen Ball kriegen. Nein, wir kriegen ihn nicht. Wir kriegen ihn nicht, aber Schulz lässt sich doch da nicht etwa überlaufen. Der schnellste Spieler der Regionalliga, den wir hier holen konnten von den Werten. Und wir kriegen den Ball mit vereinten Kräften auf Markus Kolke, der ihn wieder raussteckt. Ja, hat sich nicht überlaufen lassen. Hat den Laufweg einfach zugemacht, sodass da der Gegner nicht wegkam. Und jetzt ist dort ein Oerdinger in der eigenen Hälfte liegen geblieben und wir spielen den Ball ins Seitenaus, damit der Gegenspieler behandelt werden kann. Und die Oerdinger werden jetzt vermutlich auch doppelt wechseln, wenn ich das richtig sehe. Stehen dort zumindest zwei parat, die eingewechselt werden können. Ja, das wird Kiprit, muss eigentlich kommen. Den bringt er immer als Einwechselspieler. Was anderes kann ich mir eigentlich nicht erklären. Ja, man sieht auch diese gegelte Frisur, die er jetzt schon seit einiger Zeit so spazieren führt. Dort hat man auch gesehen im Interview nach dem letzten Spiel, wo Oerding zwar verloren hat, er aber ein Tor gemacht hat. Hat er nur wenige Einsatzminuten gekriegt, hatte sogar noch einen zweiten eigentlich auf dem Schlappen. Ja, und jetzt werden diese Wechsel dort. Wechsel beim Ali Ibrahimai kommt für Mike Feigenspahn. Das ist der erste Wechsel. Ja, und es kommt Mohamed Kiprit, du hast es schon richtig gesagt. Für Kolja Pusch. Kiprit, die Tormaschine von Hertha BSC, zweite Mannschaft. Dann hoffen wir mal, dass er diese Tormaschinerie heute nicht anwerfen kann. Maximal ins eigene Tor. Damit wäre ich einverstanden. Groß ist er aber nicht unbedingt. Nee. Also deutlich kleiner zumindest als Sven Sonnenberger, aber der ist ja auch groß. War, glaube ich, auch etatmäßiger Elfmeterschütze bei Hertha 2. Daher ist natürlich auch die Torquote da dementsprechend hoch. Aber ansonsten, wie gesagt, auch aus vielen gar nicht mal so deutlichen Situationen Tore gemacht, so der Strafraumstürmer, der vorne bedient werden will und muss und der sich die Chancen auch durchaus dort erarbeitet, aber der einfach vorne lauert und dann mit Schnelligkeit und mit unnachahmlichen Sachen in irgendeiner Form am Gegenspieler vorbeigeht. Jetzt vorne können wir leider den Königshofer nicht so unter Druck setzen, dass wir dort den Ball kriegen, aber er geht über die Seitenauslinie. Wir haben wieder diesen offensiven Einwurf, den muss Neidhardt einwerfen. Gucken, Pascal Breyer orientiert sich weg und mal gucken, wer jetzt zuläuft. Löhmanns drüben nach vorne, Gianluca Schulz jetzt auf Bahn wieder raus auf Neidhardt. Jetzt muss doch die Flanke mal kommen, kommt aus dem Stand auf Breyer. Der ist ihm zu weit weggetropft durch den Schiedsrichter, durch die Beine, durch Rosbach. Hat keine Anspielstation. Rosbach hat keine Anspielstation. Und wählt den Ball zurück auf Kolke, der ihn weit, weit, weit da vorne knollt. Das Publikum ist natürlich nicht zufrieden, wenn du aus dieser Offensivbewegung da nichts machst. Jetzt wird der Ball nach vorne geschlagen. Pascal Breyer läuft durch gegen den Abwehrspieler, der ohnehin schon ein paar Schwächen hat dort gezeigt. Pascal Breyer bringt den Ball rein, raus, gebolzt. Oder wird es eine Ecke, Einwurf oder Ecke? Aber dieser Abwehrspieler, der Edwinas Girt Weines, der ist wirklich alles andere als sicher dahin. Vor allem ist der unglaublich langsam. Also ja. Wahnsinn. Das war wirklich, also da müssen wir weiter drauf gehen. Jetzt aber schön der Ball. Und Baxter Bahn schießt seinen Gegenspieler an, aber er geht nicht über die Grundlinie. Kein Eckball. Stattdessen tropft er Rosbach vom Fuß. Einwurf Oerding.
Einwurf Oerding, aber Höhe des eigenen 16-Meter-Raums. Das wäre jetzt für uns kein Grund, hier, uns hier zu weit zurückzuziehen, sondern einfach vorne stehen zu bleiben. So ist es. Wir bleiben vorne. Ja, richtiges Zustellen, ja, kann man so sagen. Wir stehen mit fast allen Spielern in der gegnerischen Hälfte und kriegen den Ball mit etwas Glück. Löhmanns Röben wechselt gleich die Seite auf Schulz. Schulz, ah, mit der Ballannahme, das war ein bisschen kipplig. Dann legt er rüber auf Neidhardt und der war ah, gut. Hat er noch gekriegt. Hat er gekriegt, aber da war sowohl Annahme als auch beide Mitnahmen nicht optimal bei Gianluca Schulz. Und dann spielen wir einen Fehlpass und bringen die Oerdinger so einen Ballbesitz, die aber ihrerseits noch nicht so wahnsinnig viel daraus machen. Denn Löhmanns Röben holt ihn sich zurück. Dann landet er bei Sonne bei Bahn zu Bahn. Bentley Baxter Bahn mit viel Übersicht und Ruhe am Ball. Spielt ihn zu Damian Rosbach, hier links raus zu Lukas Scherf. Das alles aber noch in der Rostocker Hälfte, weil die Oerdinger jetzt deutlich aggressiver sind und uns daran hindern wollen, schnell umzuschalten. Nachdem sie das getan haben, ziehen sie sich ein Stück zurück. Ja. Julian Riedl befördert den Ball ja zumindest in die gegnerische Hälfte. Flach auf Schulz, der ist noch nicht richtig drin in dem Spiel hier. Der hat noch so ein paar Eingewöhnungsprobleme. Ja, und Luca Horn habe ich noch gar nicht am Ball gesehen. Doch, die ja? Flanke vorhin. Stimmt. Nach dem Eckball, stimmt. Die kam von ihm. Stimmt, hast du recht. Habe ihn auf der linken Seite noch nicht am Ball gesehen, hier direkt vor uns. 68 Minuten sind rum. Und spielen nicht zum Herzerwärmen. Aktuell Julian Riedl bringt den Ball über die Seitenlinie. Einwurf für Oerding in Höhe unseres Strafraumes. Wird jetzt zurückgeworfen. Jan Löhmanns Röben geht raus, um dort ja, den Gegner nicht gar nicht so dicht ranlaufen zu lassen. Und jetzt kommt dort der Schuss aus der zweiten Reihe von Gustav Markusson, der durchaus auffällig dort ist, wenn er am Ball ist, weil er doch so kleine, flinke Bewegungen macht, also durchaus zeigt, dass er kicken kann. Also das ist so ein richtiger Straßenfußball-Zauberkünstler, sage ich mal. Aber Bentley Baxter-Bahn jetzt mit dem Ball rechts raus. Löhmanns Röben schießt seinen Gegenspieler an. Einwurf FC Hansa Rostock wieder Mitte der gegnerischen Hälfte. Hat das zu wenig Bewegung jetzt, ja? Also Bahn, Löhmanns Röben, wir haben nur zwei Mann, die dort stehen. Gut, dass Löhmanns Röben dort den öffnenden Ball auf die andere Seite spielt. Rosbach nimmt ihn mit dem linken Fuß runter, spielt ihn jetzt ganz weit links raus auf Luca Scherf. Luca Scherf auf Luca Horn. Genauso soll es sein, Luca Horn an seinem Gegenspieler vorbei. Luca Horn schießt den Gegenspieler an und nein, der Ball prallt von dem angeschossenen Gegenspieler wieder an ihn, Helmer. Das ist Pech, da kannst du nichts machen. Und hat einen Krampf. Oje. In der 69. Minute bei dem doch sehr überschaubaren Tempo, das wir hier haben, kriegt der Oerdinger einen Krampf. Da muss er aber sehr unglücklich irgendwie aufgekommen sein. Aber er kann ihn doch über die Seitenauslinie ziehen. Ja, er liegt 34 cm von der Torauslinie entfernt. Das hat der Schiedsrichter jetzt auch gerade angemerkt. Außenrum, sagt er. Außenrum, sagt der Schiri. Sie machen es nicht, sie laufen quer. Ach, das ist alles komisch. Aber das ist, also jetzt in der 70. Minute auf Zeit spielen, oh, ist das übel. Vor allen Dingen muss er jetzt die 2 cm über die Linie. Das kann der Schiedsrichter sich nicht gefallen lassen. Das kann er sich nicht gefallen lassen, dass der auf dem Platz sitzen bleibt. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also oh, jetzt zeigt der Schiedsrichter wieder auf die Uhr, dass er sagt, es wird nachgespielt. Oh, komm, hör auf mit so einem Rotz hier. Ist doch Quark. Das haben wir schon 1000 Mal gesehen, passiert doch nicht. Jetzt führen sie da jetzt den Einwurf nicht aus. Nee, also es ist eine Frechheit. Es ist eine Frechheit, aber das kannst du auch nur bei so einem Schiri machen, der das mit sich machen lässt. Ne? Also es gibt ja da auch Schiedsrichter, allein diese Szene, dass es jetzt minutenlang dauert und nichts passiert. Es passiert einfach nichts. Er führt den Einwurf immer noch nicht aus. Also das ist doch wirklich eine Frechheit. Einwurf jetzt für uns, wir sind in der Überzahl, jetzt wird schnell gespielt, Lukas Scherf wirft ein, weit auf Sonnenberg, jetzt in der Überzahl hier sozusagen, Sonnenberg auf Riedl, jetzt können wir uns die Gegenspieler doch bereitlegen, Lukas Scherf ist ganz frei, Lukas Scherf kriegt den ganz langen Ball, Lukas Scherf kriegt ihn, er fordert ihn, er kriegt ihn, er schießt den Gegenspieler an, er kommt am Gegenspieler vorbei, Lukas Scherf an der Strafraumgrenze, liegt nochmal quer auf Bahn links raus, Rosbach mit der Flanke, auf den Kopf von Schulz, der kommt nicht ran, aber der Ball ist noch heiß, Neidhardt liegt zurück, Torschuss Riedl vorbei. Von dort aus darf der Spieler wieder rein. Naja. Jule Riedl in der Position, das ist natürlich auch wirklich überhaupt nicht seine Position, muss man ja so sagen. Da den Ball aufs Tor. Ja, schade. Da aber hast du gesehen, was passiert, wenn wir Tempo machen, wenn wir schnell spielen, wenn wir einfach die Schlagzahl hier mal erhöhen und uns nicht von diesem Tempo runterziehen lassen. Also das ist doch ja, offenkundig, dass ja, jetzt gibt es kein Foul gegen uns, das ist gut.
sodass wir im Ballbesitz kommen, eher da in der eigenen Hälfte, da können wir nicht schnell genug umschalten. Jetzt Luca Horn mit dem langen Ball auf Breyer, der kommt an, den versucht zu verlängern, erwischt ihn aber nicht richtig. Ja. Uerdingen bereitet den nächsten Wechsel da vorne vor. Wahrscheinlich wird es der 15er, der mit diesen Krämpfen ja sicherlich jetzt nicht bis zu Ende durchspielen kann, dann ausgewechselt werden. Werden auch noch ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen. Ach, es sind noch 18 Minuten, die wir hier haben, um doch noch wieder zu unserem Spiel hier zu finden. Und Baxter Bahn dort mit dem Ball über die Seitenauslinie. Einwurf für Uerdingen, aber vorher wird der Wechsel jetzt ausgeführt. Die 15 geht tatsächlich raus und die 22 kommt rein. Fridolin Wagner. Tja, Helmer. Erste Halbzeit sah noch besser aus, ne? Ja, hatte ich nicht gehofft, dass wir das nach fast 75 Minuten sagen müssen. 0-0 nach wie vor der Spielstand. Ah, jetzt brauchen wir ein bisschen Glück doch. Kiprit da im Strafraum gegen Sonnenberg wird rausgespielt. Oh, das war interessant, wie der Ball da hoppelt. Eigentlich auf einer ganz geraden Ebene hoppelt er auf einmal vom Löhmannsröben dort. Der wollte ihn schießen. Weg. Kiprit im Strafraum. Kiprit liegt quer. Uiuiuiui. Und da ist Ping-Pong-mäßig der Ball über die Linie gegangen. Und es gibt eine Ecke. Aber das sah sehr komisch dort aus. Hat Kiprit schon angedeutet, was er eigentlich dort drauf hat, dieser Strafraumwühler, dieser Strafraumstürmer, der er dann eben ist, steht ja auch da, ist nicht der Größte, also wird ein wenig Tore durch Kopfbälle machen, ist eben eher am Boden, der Museflinke Stürmer, so, und der Uerdinger jetzt mit der Ecke, die 21, der Mörschel, der Große eigentlich, den ich immer zentral in der Spitze erwartet hätte, der schießt jetzt diese Ecke auf den ersten Pfosten, hochgeköpft. Klar, Lukas wusste sich da gar nicht so richtig zu helfen. Ne? Deswegen hat er den Ball nochmal zur Ecke geklärt. Bisschen unglücklich dort. Kleines Abstimmungsproblem mit Kolke. Der ist dann eben nicht rausgelaufen. Und Lukas Schärf bringt den Ball nochmal zur Ecke. Und wieder geht der Mörschel da hinten raus. Also scheint auch nicht der Kopfballspieler zu sein. Aber es sind eben die 13, die 16, die 22, die 2. Das sind alles diese Riesen da vorne. Genau auf diese Offensivstandards, auf die setzen sie, die Uerdinger. Das wollen sie haben. Wieder und Kopfball zum Glück. Der Größte dort im Verbund, der Sonnenberg, schießt das Ding raus. Und Pascal Breyer muss jetzt im eigenen Strafraum. Es liegt der Nächste am Boden. Aber erst zeigt er erst mit der Hand und... Jetzt spielt er, das ist wirklich albern. Weißt du, wälzt sich am Boden, zeigt mit dem Arm und jetzt läuft er ganz normal. Also das ist wirklich abartig. Sowas mache ich gar nicht, dieses Zeitgespiele und Gewälze und Gejammer da. Aber du kannst sagen, was du willst, wir finden aktuell kein Mittel gegen diese Art und Weise, Fußball zu spielen. Im Gegenteil, wir haben uns leider auch in unserer Genauigkeit immer mehr angepasst. Jetzt kriegt Pascal Breyer da einen Ellbogen in den Rücken bei dem Kopfballspiel. Noch keine gelbe Karte, wenn ich das richtig gesehen habe. Auch dieser Szene gibt es auch keine Worte, gar nichts. Einfach Freistoß gepfiffen und wie fühlen wir aus? Kommen über Sven Sonnenberg links raus zu Damian Rosbach hier vorne, Luca Horn und Luca Scherf. Sind ja beide schnell, aber wer kriegt den Ball? Immer noch Damian Rosbach, der... Ja, oh, Junge! Füße seines Gegenspielers spielt, dann ihn fault und eine sehr, sehr überflüssige gelbe Karte kriegt, muss man einfach so sagen, weil er viel zu lange wartet und wenn der dann 2 Meter vor ihm steht, schießt er ihm den Ball in die Füße und muss sich mit dem Foul zu helfen. Das war schon selbstverschuldet, die gelbe Karte. Ja, das war nicht gut. Bist in der Offensivbewegung gerade so drin. Wir machen uns das Leben aber auch selber schwer. Ja, dass gegen so eine Truppe dann einfach das Spiel nicht mehr an dich reißen kannst und so, das ist halt schade. Ne? Also die sind wirklich nicht die tollsten Spieler hier. Jetzt Rosbach zum Glück. Wie kriegen wir den Freistoß hier für uns sozusagen. Aber wir kriegen das Spiel nicht in den Griff. Also es wird von Uerdingen her durch viele Kleinigkeiten zerfahren gestaltet. Und wir lassen uns dadurch anstecken und es ist nicht richtig schön mehr anzusehen, was hier passiert. Deswegen haben wir noch eine Viertelstunde jetzt Zeit und brauchen halt einfach ein bisschen Glück, dass wir doch nochmal ein, zwei Aktionen vor dem Tor kriegen und die Murmel dann reingeht. Ne? Jetzt schöne Weiterleitung, wollte ich gerade sagen, dort von Neidhardt auf Schulz, aber über die rechte Seite geht nicht viel, geht gar nichts. Die nächste gelbe Karte. Ach, das ist jetzt ein Witz.
Also jetzt zückt er bei jedem Foul gelb. Das ist, also der Schiri hat keine Linie, tut mir leid. Vorhin lässt er jeden Quatsch durchgehen. Geht noch nicht mal hin und ermahnt, dass sie sich da mal beeilen. Und jetzt pfeift er bei jedem Foul und gibt gelb vor allem gleich dazu. Alter. Also. Ja, muss noch irgendwie dazu kommt dann diese merkwürdigen Entscheidung, dem vorne Einwurf zu geben, obwohl der Ball niemals im Aus war, da vorne keine Ecke zu geben, obwohl der Ball an den Rücken geschossen wird. Ganz komisch. Ja, auch der Schiedsrichter passt sich dem Niveau hier an. Ne? Jetzt aber Löhmannsröben kriegt den Ball vom Fuß gespitzelt. Was machen wir denn da, um Gottes Willen? Das ist ja wirklich näher die Oerdinger jetzt in der Abschlusssituation. Und zum Glück Löhmannsröben wieder mit vollstem Einsatz dazwischen. Also wir legen, und der Nächste mit der 18 hat auch Krämpfe. Guck dir das mal an da hinten. Sag mal, sind die nicht austrainiert oder warum haben die einen Krampf nach dem anderen? Ist mir auch ehrlich gesagt völlig egal, wenn die alle Krämpfe haben. Wir müssen es besser spielen, Arvid. Das ist absolut nicht gut, was wir machen. Und ich kann auch nicht gelten lassen, dass Oerding es gut machen würde. Also das passt einfach nicht. Nee, der Gegner macht es nicht gut und wir auch nicht. Jetzt vielleicht mal Ballgewinn von Luca Horn, der mit Tempo auf die, ja, auf erstmal zur Mittellinie versucht, er den Ball rüber zu spielen auf Schulz. Das gelingt. Weiter Flügel wechselt rechts Schulz, in der Mitte wäre Breyer. Was macht Gianluca Schulz? Geht ins 1-1, muss einmal zurückziehen. Och, wartet, nee. wartet. Wuselt sich da so ein bisschen vorbei, muss, verliert aber damit den Raum, flankt dann vors Tor und der landet in den Armen von Lukas Königshofer. Ja, passend zu dem, was wir die Minuten davor gesehen haben. Da haben wir mal so eine Eröffnung, da wird der Ball schnell rübergespielt und am Ende landet er einfach in den Armen des Torhüters, ohne dass eine Abschlussaktion dazwischen lag. Ja, so ein bisschen ist der Wurm drin. Haben wir schon einen Abschluss gehabt in der zweiten Halbzeit, Helmer? Ja, doch, den ja, hatten wir. Horn, ne? Ja, jetzt vielleicht der lange Ball auf Breyer. Der nimmt den Ball mit dem Kopf, mit der Brust, mit geht in den Strafraum, schießt mal, abgefälscht. Und das habe ich vorhin gemeint. Vielleicht rutscht er ja durch einen abgefälschten Ball mal ins Tor. Wenn der sich über den Torwart senkt, dann hat er gar keine Chance. Er senkt sich aber leider neben das Tor. Aber das gibt Eckball. Eckball von den FC Hansa Rostock jetzt. Schnell in der, jawohl, der 80. Minute von der rechten Seite. Wird schnell ausgeführt. Bende Baxter Bahn nickt nochmal zurück auf Horn. Horn bringt ihn vors Tor. Auf den Kopf von Breyer. Und dann ist der Zweier da. Schnell ist er nicht, aber köpfen kann er. Der Gitwainis und klärt die Situation. Aber der Ball zurückgelegt. War ganz weit zurückgelegt, weil da war keiner mehr. Und Markus Kolge ist es, der ihn dann wieder Richtung 16-Meter-Raum befördert. Hier nach vorne zwei Rostocker. Das ist zum einen Löhmannsröben, der versucht ihn durchzustecken. Hat Glück, der Ball landet bei Breyer. Breyer liegt ab auf Rosbach. Rosbach in den Strafraum. Da hinten sind zwei Rostocker, aber der Ball fliegt ins Tor aus. Naja, zumindest geht es jetzt aber wieder in die richtige Richtung. Ja, und du merkst es aber sofort, sobald das der Fall ist, ist es laut hier, dann ist Tempo drin, dann sind die Oerdinger auch ein bisschen wackelig. Das ist sichtbar. Aber uns fehlen jetzt schon hier eine ganze Menge Minuten, die wir das eben nicht aufs Parkett gebracht haben. Und es sind nur noch 10 Minuten auf der Uhr. Und natürlich wird der Königshofer jetzt alles andere tun, als das Spiel schnell zu machen. Sondern auch da ist jede Sekunde Gold wert, die sie hier in irgendeiner Form von der Uhr bringen. Und hoffen nun selber darauf, dass der Ball nach vorne einmal durchrutscht. Der Befreiungsschlag von Markus Kolke etwas unglücklich dort, auch nur in die Füße des Gegenspielers und Kolke holt ihn sich aber nach dem Kopfball von Rosbach und hat aber keine Anwurfstation jetzt. Also ist ein bisschen ungünstig, dass er keinen zum Anwerfen hat. Wirkte so ein bisschen konsterniert dort. Ne? Und jetzt müssen wir irgendwie das Spiel von hinten raus aufbauen über Jan Löhmannsröben sozusagen. Rechts raus auf Julian Riedel. Der hat immer viel Platz. Den greifen sie ja vorne nicht an. Julian Riedel über der Mittellinie drüber. Auf rechts, auf Neidhardt. Neidhardt schön in den Lauf von Schulz. Wollte er spielen, aber der Siemer war dazwischen. Der Siemer schießt den Ball über die Seitenauslinie. Einwurf FC Hansa Rostock in Höhe von Stefan Krämer. Schnell ausgeführt. Jetzt Bahn hat im Hintergrund einen. Bahn gegen 3-4. Versucht ihn zu lupfen. Gar nichts war's. Bahn ist vorbei. Jetzt kommt die Flanke hinein. Bahn, nee, macht nochmal keine Flanke. Bringt ihn nochmal zurück. Jetzt von Neidhardt die Flanke. Auf, Breyer, Kopf und Glanzparade von Königshofer. Pascal Breyer mit dem Kopf zwingt den Lukas Königshofer zu einer Glanzparade. Jetzt ist hier wieder Feuer drin. Ja, guter Kopf von Pascal Breyer bei dieser Flanke, die sehr hoch kam. Da geht er richtig hinter den Ball und ohne, dass er viel Schwung hat, bringt er den so gut aufs Tor, dass Königshofer da die Arme hochreißen muss. Also richtig gute Aktion von Breyer. Jetzt gibt es den Eckball von der rechten Seite. Da sind sie wieder zu zweit. Diesmal gibt es, glaube ich, keine kurze Ecke. Luca Horn läuft weg und Becks bringt den Ball jetzt rein. Der Ball wird rausgeköpft und der zweite Ball landet im Seitenaus. Einwurf für den FC Hansa Rostock. Mitte der gegnerischen Hälfte auf der rechten Seite. Bentley Baxter Bahn will jetzt den Einwurf ja eigentlich gar nicht selber ausführen, aber es ist kein anderer da. Muss es also machen. Auf Löhmannsröben. Der geht Richtung Eckfahne. Das ist eigentlich eine Gelegenheit, um da eine Ecke rauszuholen. Er will die
die Hacke nimmt er und will zur Bahn spielen und das misslingt und jetzt laufen wir vielleicht in einen Konter. Nein, gut geklärt. Ah, Luca Horn nochmal dazwischen und dann pfeift er uns ein Foul da hinten. Da hat er einen Foul gesehen bei dem Ballgewinn. Oh. Ja, die Uerdinger kriegen gerade das, was sie wollen. Ne? Also immer wieder diese kleinen Unterbrechungen, immer wieder Zeit, immer wieder das Tempo rausnehmen. Sie merken ja jetzt auch, dass hier nochmal der FC Hansa Rostock ins Laufen kommt, dass nochmal so ein bisschen wie so ein kleines Feuerwerk nach vorne entfacht wird. Und da wollen sie natürlich nicht jetzt reinlaufen spielen, eher jetzt eben solche langen Bälle auf Kiprit, der dort jetzt an der Eckfahne den Ball sichert. Aber zusammen mit Sonnenberg und Riedel können ihn sichern nach vorne. Pascal Breyer kommt nicht an den Ball. Und jetzt Luca Horn als Ein-Mann-Pressstürmer da auf Königshofer. Königshofer knallt das Ding erstmal hoch zur Mittellinie. Und den Ball, den kriegt Jan Löhmannsröben. Aber Luca Horn steht noch am Abseits, kann er sozusagen also nicht hinlaufen. Und stattdessen wird er hier über die Seitenauslinie gebracht. Jetzt will Rosbach schnell einwerfen, kriegt den aber nicht. Ist kein Balljunge hier weit und breit. Ja, wir haben ja auch nur so wenig hier im Stadion. Jetzt Einwurf von Schärf auf Pascal Breyer. Pascal Breyer, Kopfballverlängerung nach vorne. Da topft der Ball so zwei, dreimal auf. Jetzt wird gerangelt, jetzt wird geschubst, jetzt wird irgendwie der Ball weggebracht. Und Löhmannsröben kriegt das Foul nicht für sich. Es gibt Einwurf für Uerdingen. 84 Minuten sind rum. Ja, das ist schwere Kost, also es wird hier wirklich um, du ringst und kämpfst um jede Möglichkeit da mal vors Tor zu kommen. Jetzt hatten wir auch tatsächlich mal zwei, drei Szenen in den letzten Minuten mit dem Kopfball von Pascal Breyer zum Beispiel als Höhepunkt und dem Schuss von Jule Riedel vorhin, aber es ist eher wirklich viel, viel Kampf und viel, viel Stückwerk dabei, die Uerdinger noch ohne Abschluss. Jetzt auf die rechte Seite gespielt, da wird Kiprit sehr steil geschickt und es gibt die Grätsche und es gibt Einwurf für Uerdingen an der Eckfahne. Was gibt es jetzt da? Kiprit fordert Handspiel. Fordert Handspiel, das heißt, er möchte lieber den Freistoß auf der Seitenauslinie als den Einwurf. Na gut. Ja. Gut, Einwurf jetzt für den KFC Uerdingen von der rechten Seite. Da sind sie jetzt mal das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, dass sie alle in der Rostocker Hälfte sind. Das hatten wir noch nicht. Und weiter Einwurf soll es werden. Er läuft nämlich an und wirft den Ball jetzt in den Rostocker Strafraum. Da gehen zwei Rostocker hin. Dann kommt der ein Uerdinger, der die Eckfahne trifft. Und jetzt müsste der Schiedsrichter genau hingucken. War der hintenrum vorbei oder vornerum vorbei? Ich würde sagen, hintenrum, es müsste Abschluss geben. Ja. So sieht es auch aus. Ich hätte ihn eher im Seitenaus gesehen als Einwurf, aber wir nehmen natürlich diesen Abstoß von Kolke lieber entgegen als den Einwurf in Höhe der eigenen Eckfahne. So. Damian Rosbach jetzt mit Tempo Richtung gegnerische Hälfte. Da müsst ihr jetzt einfach mal vom Ball trennen. Lukas Schärf schießt seinen Gegenspieler an. Das gibt Einwurf für uns. Ja, da muss es schneller gehen. Da muss ein Ball hin. Da ist kein Ball. Warum liegt da kein Ball auf diesem Ding? Da sollen immer Bälle liegen. In dem Fall lag keiner da, sodass Lukas Schärf sich den Ball holen muss, der ganz ausgeflogen ist. Einwurf weit zurück auf Sven Sonnenberg. Ja, Uerdinger jetzt tiefstehend mit zwei Leuten, mit Mörschel und mit Kiprit, die dort vorne zulaufen. Kiprit läuft sich da die Lunge aus dem Hals. Und der lange, lange Ball nach vorne, zweiter Ball landet bei Beckbahn. Der zieht erst den Gegenspieler an, kriegt den Ball erneut, wird gehalten. Hast du das gesehen? Hm. Kein Pfiff vom Schiedsrichter. Nico Neiter hat rechts bedient. In der Mitte wäre Rosbach. Nein, er liegt flach auf Breyer. Breyer liegt ab. Oh, der war nicht gut. Der war nicht gut. Breyer will ablegen auf den anlaufenden Neiter und der Ball kommt viel zu kurz. Dann können sie klären, aber da geht auch gar keiner mehr hinterher. Zweiter Ball. Damian Rosbach, Flügelwechsel rechts raus zu Gianluca Schulz. Wer kriegt den? Der Gegenspieler ist mit dem Kopf dran. Dorda und der wischt ihn ins Tor aus. Aus ziemlich, ja, eigentlich ziemlich unbedrängter Position diese Ecke verursacht. Ecke von der rechten Seite. Jetzt Bex geht dorthin. Diesmal ganz alleine, also keine kurze Ecke. Die siebte für den FC Hansa Rostock. So ein bisschen kann man daraus ablesen, dass wir gerade in der ersten Halbzeit viel Feldüberlegenheit hatten. Bex jetzt bei diesem Eckball, kurz vor Schluss, die 87. Minute läuft. Wer steht da in der Mitte? Sonne wäre da, Rosbach wäre da. Der Ball kommt rein, nicht erwischt von einem Rostocker, der prallt dann einmal im Strafraum aus, wird rausgeschlagen von einem gelb gekleideten Uerdinger. Dann ist es Kolke, der den Ball lang wieder zurückbefördert. Sven Sonnenberg geht dorthin, Gitwainis gewinnt das Kopfballduell. Dann noch ein Uerdinger, da drängen sie sich kurz gegenseitig, wieder rausgeschlagen, die Uerdinger. Und Kiprit ist der Einzige, der da vorne noch hin und her läuft und rennt mit dem Ball fast in Seiten aus, aber der hat den Ball noch gerade so bekommen.
Ja, der hat natürlich noch ein paar Körner, ne? Der, einer der wenigen, die keine Krämpfe haben bei den Uerdingern, ist Mohamed Kibrit. Und klar, dass der natürlich so viel läuft, wie er kann, will sich ja auch für weitere Aufgaben empfehlen, vielleicht auch mal für die Startformation bei den Uerdingern, ganz klar. Noch haben wir hier jetzt aber im Ostseestadion 3 Minuten Zeit, den Ball nochmal ein bisschen konstruktiver als eben Damian Rosbach nach vorne zu bringen, damit wir doch nochmal eine Torchance sozusagen haben. Und jetzt verrutscht er Sven Sonnenberg auch noch vom linken Schlappen und wir bringen die Uerdinger nochmal in die Vorwärtsbewegung und da ist auch Helmer nicht zufrieden. Nee, das ist einfach ärgerlich, wenn du den Ball raushaust. Dass du wenigstens das Glück haben, dass du ihn wegkriegst aus dem Strafraum und nicht noch einen Einwurf hast, der dann genau im Strafraum stattfindet. Tja, Einwurf der Uerdinger in den Strafraum. Oh, und er kann den Ball behaupten. Jetzt muss doch mal die Murmel weg, da wieder der Einwurf von der Seite. Das sieht nicht mehr ganz so glücklich aus, was wir da veranstalten. Und die Uerdinger lassen sich ewig viel Zeit. Ja, es ist halt ätzend, aber das haben wir uns selber zuzuschreiben. Da brauchen wir uns jetzt nicht über das Zeitspiel aufzuregen, dass wir nicht in der zweiten Halbzeit mehr an die erste Halbzeit zumindest angeknüpft bzw. sogar noch aufgebaut haben. Jetzt will man es mit dem Kopfball raus, aber der Ball kommt ruckzuck zurück. Den holt sich aber nur Markus Kolke. 88 Minuten sind um und Markus Kolke mit dem langen Abschlag nach vorne. Drei schnelle Leute haben wir vorne, aber es kommt nur der Mann mit dem unaussprechlichen Namen und der Kahlkopf-Frisur vorne an den Ball, köpft das Ding raus und über die Seitenlinie Einwurf FC Hansa Rostock von der rechten Seite. Jetzt ist natürlich an einen geordneten Spielaufbau dort in irgendeiner Form nicht mehr zu denken. Jetzt werden die Bälle nur noch hoch nach vorne reingeschlagen. Jetzt wird es der Rosbach vermutlich auch in irgendeiner Form machen. Legt nochmal quer auf Sonnenberg. Sonnenberg jetzt in die Tiefe dort auf Neidhardt. Neidhardt abtropfen lassen, nach rechts raus auf Riedel. Und Riedel hat wieder die Flankenposition auf Breyer. Breyer mit dem Kopf quer gelegt nochmal, aber die Kerze nach oben. Schulz, der auch nicht der Kopfballspezialist ist, und es gibt Einwurf für den FC Hansa Rostock, den Julian Riedel jetzt sich selber holt, um einzuwerfen. Wohin? Kurz auf Neidhardt. Neidhardt abtropfen lassen auf Schulz. Ach, Schulz ist wirklich unglücklich da. Ne? Ja, der ist nicht drin im Spiel. Der kommt der lange Ball nochmal, den kriegt Nico Schulz, sag ich schon. Das ist sein Bruder bei Borussia Dortmund. Nein, Gianluca Schulz nicht. Und ja, so geht's Abstoß vom Tor von Lukas Königshofer. Ganz so wahnsinnig viel Nachspielzeit wird es nicht geben. Es gibt wahrscheinlich diese Minute, die er vorhin angezeigt hat. Vielleicht gibt es noch die obligatorische zweite obendrauf, aber viel mehr kann hier eigentlich nicht kommen. Und dann wäre ein Spiel, bei dem Markus Kolke bis auf ein paar Bälle, die er so gefangen hat, nicht eingreifen müsste. Ja, und so eine Glanzparade haben wir von Königshofer gegen den Kopfball von Pascal Breyer gesehen. Aber ansonsten so richtig doll warm geschossen haben wir ihn auch nicht. Zumindest nicht in der zweiten Halbzeit, ne? Nö. Das siehst du richtig. Jetzt kommt die Uerdinger mal mit ein bisschen Tempo. Aber da ist der Ball weg. Und nochmal vielleicht Becks. Becks mit dem Ball. Becks, was macht er? Wird gehalten. Gelb. Ja, gut. In der 90. muss er dann ja gelb geben, wenn der andere einfach hält beim Versuch. Jetzt versuchen wir es schnell zu machen. Der Schiri pfeift uns zurück. Und jetzt hat hier Lukas Scherf einen Tritt auf den Fuß bekommen. Das tut ihm weh. Und Markus Kolke geht hin und sagt nochmal, geh nach vorne. Markus Kolke, jetzt letzter Mann, steht 20 Meter vor der Mittellinie. Sollten wir natürlich jetzt auch aufpassen. 3 Minuten gibt es oben drauf. Eine mehr, als ich gedacht hatte. Und Markus Kolke will jetzt nicht in den Strafraum. Nein, er geht hin und sagt zum Mende Mexerbahn irgendetwas, was er gesehen hat. Und jetzt geht er wieder zurück. Ich dachte doch, er will doch nicht da stehen bleiben in der Mittellinie. Aber Beck sollte aufpassen, dass er jetzt nicht abrutscht. Der lange Ball von Wendy Wechselbahn da rechts raus auf Löhmannsröben, der wird geschubst. Der zweite Ball bei Schulz. Schulz auf Rosbach. Rosbach auf Breyer. Breyer dreht sich um die eigene Achse. Ah, da ist ein Uerdinger dazwischen. Es gibt hier nochmal Einwurf von der linken Seite. Jetzt ganz, ganz tief auf der linken Seite in der Uerdinger Hälfte. Von Schärf auf Horn. Horn dreht sich um die eigene Achse, bringt den Ball in die Mitte. Und da kommt aber Breyer nicht an den Ball. Da ist Königshofer nochmal da, begräbt ihn unter sich im 5-Meter-Raum. Ja. Da wird wohl nichts mehr zu holen sein hier, beziehungsweise nicht kein Sieg zu holen sein. Einen Punkt haben wir ja. Und der Punkt. Sauber! Oh, das war von Löhmannsröben eine Grätsche. Das gibt Freistoß. Freistoß für den FC Hansa Rostock. Aber die bessere Position sogar. Er hat nicht das Foul an Löhmannsröben gepfiffen, sondern die Situation kurz davor an Luca Horn. Und die sieht nochmal 2 Meter weiter vorne und ziemlich zentrale Position. Aber enorm, wie Löhmannsröben da den Ball holt. Ja, das war eine Grätsche, da hatte man gefühlt den Eindruck, dass das Bein nochmal 1 Meter länger wurde beim Grätschen. Und jetzt kommt Becks
und wird sich den Ball hinlegen. Und das könnte man direkt machen, aber man kann es eben auch sehr gut als Flanke machen. Ja, es sieht fast nach Flanke aus. Letzte Situation vielleicht hier in der mittlerweile fast 93. Minute. Freistoß für den FC Hansa Rostock. Bentley Baxter-Bahn steht dort bereit. Auch Lukas Scherf und alle anderen sind vorne, bis auf Nico Neidhardt und Gianluca Schulz. Der Ball ist freigegeben. Da steht eine Vier-Mann-Mauer. Da entfernt sich noch einer. Drei Oerdinger stehen da. Irgendwas zeigt Baxter-Bahn jetzt an. Der Ball kurz reingelupft. Kommt da vorne rauf. Ist es nochmal Sonnenberg. Und was gibt es? Abstoß. Ja, auch das bleibt gleich. Der FC Hansa Rostock kann aus Offensivstandards kein Kapital schlagen. War eine sehr, sehr gute Möglichkeit für uns, dort irgendwie vielleicht jetzt nochmal zuzuschlagen. Es laufen hier die letzten Sekunden. Wir werden uns mit diesem Unentschieden gegen einen schlechten Gegner begnügen müssen, gegen den wir nicht die Mittel gefunden haben und selber auch kein, in der zweiten Halbzeit zumindest kein richtig gutes Fußballspiel bieten konnten. Leider, leider, leider ist das nun mal so. Jetzt die Oerdinger nochmal in der Vorwärtsbewegung, hätte ich gesagt. Ja, dreht sich um die eigene Achse, spielt den Ball noch nach vorne. Bahn jetzt gegen seinen Gegenspieler. Sie versuchen den Ball jetzt natürlich nur noch in den eigenen Reihen zu halten, um gar nicht nochmal irgendwie jetzt uns in eine Offensivbewegung zu bringen. Und das machen sie auch relativ gut, muss man sagen. Also den Ball halten sie gut und Kibrit kann dort... Er pfeift ab. Er gibt ihnen die Ecke nicht mehr. Ja. Da kommt die Flanke, wir klären zur Ecke und dann pfeift er ab und ja. Ein unterdurchschnittliches Drittligaspiel, in dem wir in der ersten Halbzeit eine sehr solide Spielanlage hatten, den Gegner unter Kontrolle hatten, uns immer weiter angenähert hatten. Die Qualität der Abschlüsse wurde, ja, wenn auch nicht mit großen Schritten, immer ein bisschen besser. Dann kam in der zweiten Halbzeit Oerding etwas aggressiver, kann man so sagen. Das Spiel wurde zerfahrener, wir hatten weniger Gelegenheiten. So richtig aufgewacht sind wir erst in den letzten 10 Minuten. Da hatten wir dann auch die größte Chance des Spiels durch Pascal Breyer. Da hat man noch zwei, drei sehr gefährliche Situationen, die alle nicht so richtig zum Abschluss kamen. Am Ende bleibt, ja, muss ich sagen, die Enttäuschung über ein 0:0 zu Hause gegen Oerdingen und verschenkte 2 Punkte. Nächste Woche geht es weiter beim SC Verl und die stehen in der Tabelle bekanntlich ganz oben. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Wir wollen euch siegen. Ich singe FC Hansa Rostock. Ich liebe dich total, du nur tausendmal. Ich singe FC Hansa Rostock.